Können wir losstarten? So, na dann. Prost. Ist noch irgendein Telefon drin? Also, bumm. Herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe Weggegrätscht im Schatten des Flutlichts. In unseren ersten beiden Folgen hatten wir mit Sami Alagui und Michael Sternkopf zwei Gäste da aus einer Sportart, bei der ich mal behaupte, mich ganz gut auszukennen. Deshalb war es da auch einfacher, über Rückschläge, Verletzungen, Risiko, Respekt, aber auch die Karriere zu sprechen. Heute haben wir eine Sportart hier zu Besuch, bei der ich die spannend finde, die ich interessant finde, bei der ich mich aber nicht wirklich auskenne. Deshalb bin ich auch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, freue mich aber riesig, eine lebende Legende begrüßen zu dürfen. Ja? Denn er hat 1000 Pflichtspiele für seinen Verein bestritten. Man höre und staune, 1000. Er hat 159 Länderspiele bestritten. Er hat 6 Meisterschaften errungen. Er ist in der Hall of Fame des Eishockeys. Er hat mit seiner Mannschaft den einzigen europäischen Titel für Deutschland geholt, die European Trophy 2010. Und er hat einen Rekord, den ich besonders spannend finde. Und zwar hält er den Rekord der Strafminuten. Er hat 1812 Strafminuten. Herzlich willkommen, Sven Felski. Mai, grüße dich, ich freue mich. Ich freue mich auch. Du, Sven, sag mal, bist du wirklich so ein harter Hund? Nein, gar nicht. Also, gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, das liegt einfach, oder das ist immer mein Argument immer dazu, ist, wenn du 20 Jahre spielst, hast du halt länger gespielt als andere und das ist immer so meine Ausrede, warum das ist. Also, okay. Aber gut, ganz klar ist natürlich, man will ja auch immer auf dem Eis seiner Mannschaft irgendwie ja, alle Möglichkeiten geben, immer die Wege auch, dass du vielleicht irgendwie was gewinnen kannst und deswegen bin ich da auch immer sehr, sehr ehrgeizig gewesen, tatsächlich. Okay. Und ist das dann im Eishockey, ist das normal, dass dann, ich meine, du warst ja Stürmer, 232 Tore für die Eisbären gemacht. Ist das normal, dass man dann als Stürmer so mehr in diesem Gerangel ist? Oder ist das, beim Fußball sind sie Verteidiger? Ja, es ist eigentlich beim Eishockey auch. Also ja. Die Verteidiger, die müssen ja schon auch versuchen, ein bisschen aufzuräumen, gerade vom eigenen Tor. Aber also die Stürmer gehören ja im Prinzip auch zur Verteidigung, sind ja die erste Verteidigung, wenn es wieder in die andere Richtung geht. Also von daher sind die natürlich auch in der Pflicht, damit zu machen. Also okay. Ganz klar. Okay. Und diese Strafminuten, soweit ich weiß, sind das doch immer 2 Minuten, oder? Ist es dann? Oder gibt es dann auch? Also wenn man Glück hat, sind es nur 2 Minuten. 2 Minuten? Also wenn du Pech hast, dann gibt es auch große Strafen mit 10 Minuten. Oder wenn dann einer zu dir sagt, kannst duschen gehen. Also das passiert halt auch. Aber es sind ja auch viele Spieler, deswegen muss man sich auch mal ein bisschen ausruhen. Gut, okay, krass. Deswegen, wir kommen auch direkt rein. Ich habe nämlich gleich zu diesem Thema, weil ich das ja auch so spannend finde, habe ich gleich die erste Frage. Hör mal bitte zu. Hallo Felle, grüß dich. Lubo, dein alter Freund hier. Ich habe eine Frage. An welche Schlägerei auf dem Eis kannst du dich denn noch besonders erinnern? Denn du bist ja immer in der Strafbankkönig der Liga gewesen. Ich weiß, worauf der Lubo hinaus will. Also ich hatte mal mit Sean Bell hatte ich mal ein kleines Problem gehabt in Mannheim irgendwie. Das war aber auch ein Riesenochse, also eigentlich ein Stierkämpfer irgendwie. Aber eigentlich fand ich tatsächlich viel schlimmer. Ich habe mal gegen einen Russen geboxt in Nürnberg und der hat gefühlt irgendwie in Sibirien, hat der Bäume ausgerissen vorher. Also das war echt krass irgendwie. Da hast du dann eine Minute mitgemacht und hast dann irgendwann auf der Strafbank gesessen. Da ist die Suppe gelaufen und da habe ich gesagt, was machst du hier eigentlich? Das ist völlig irre irgendwie wegen so einem 1,95 Russen da irgendwie. Aber ich glaube, er meint die Situation in Mannheim, wo ich da einen Seidenberg da irgendwie weggecheckt habe und dann kam Sean Bell irgendwie, der kam da von der Seite und wollte sich dann rächen. Dort. Okay. Ja. Und wie ist das dann beim Eishockey? Gibt es da einen Ehrenkodex? Also ich sag mal, ich kenne das nur wenn ich das dann im Fernsehen sehe, dann gehen ja irgendwie die Handschuhe aus, Helm ab und dann bumm, alle aufs Eis und dann geht's los. Gibt es da Ehrenkodex oder der auf dem Eis liegt, wird runtergetragen? Naja, also wenn jemand auf dem Eis liegt, ist dann grundsätzlich eigentlich vorbei. Dann gehen auch die Schiedsrichter dazwischen, weil das ist dann schon gefährlich, wenn man irgendwie aufs Eis knallt oder irgendwie was. Also das ist schon klar. Aber die Situation, die war halt ein bisschen unglücklich für mich. Also wir hatten gar keinen Torwart mehr drin, war der letzte Mann. Da kam einer auf uns zu irgendwie und da habe ich gesagt, also jetzt passiert ja alles, aber der schießt nicht nur ins leere Tor irgendwie, aber so, dann war die Nase kaputt halt und dann kam halt der Nächste. So ist so die Laufen. Dann kam der Nächste, ja. Du, was sagt dir denn das Datum 24. April 2012? Sagt dir das Datum was?
Also ich würde jetzt fast behaupten, es ist das tausendste Spiel gewesen. Ja. Würde ich jetzt denken, irgendwie korrekt, so. Aber korrekt. Ja, für, also sechste Meisterschaft und mein letztes Spiel. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also für die, die es halt nicht wissen, ich meine, ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, du hast 1000 Spiele gemacht und an diesem 24. April 2012 hast du dein tausendstes Spiel gemacht und es war noch das entscheidende Spiel um die Meisterschaft, glaube ich, das fünfte Spiel gegen Adler Mannheim. Und nimm uns doch mal so ein bisschen bitte mit auf diese Reise, weil 1000 Spiele haben ja nicht viele erreicht, diese magische Grenze. Und dann auch noch das entscheidende Spiel hier in Berlin vor 14.000 Zuschauern. Fünftes Spiel, zack, wer gewinnt, ist Meister. Dein tausendstes Spiel. Und im Nachgang war es ja auch noch dann dein letztes Spiel. Ich sag mal, das kannst du ja nicht besser schreiben, wenn du irgendwo Regie führst. Also, wie du sagst, also das ist wirklich so eine Geschichte, glaube ich, die schreibt aber wirklich nur der Sport. Also, ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, so bei 990, da haben auch Medienvertreter dann auch ab und zu mal gesagt, na, wenn ihr so und so in der Serie so und so viele Spiele braucht, dann könnte das ja sein, dass es, da habe ich dann immer gesagt, also könnt ihr euch jetzt schon mal merken, alles passiert, aber nicht das. Also nicht, dass du an deinem tausendsten Spiel das entscheidende Spiel hast und dann noch vielleicht auch gewinnst oder wie auch immer. Also, und es ist wirklich dann genauso gekommen. Also zumal wir ja Spiel 999 in Mannheim ja eigentlich schon, also ich weiß nicht, ob du das weißt, 14 Minuten vor Schluss lagen wir 5-2 hinten. Also das ist ja eigentlich eine Nummer, die du gar nicht mehr drehen kannst. Das war ja so ein Jahrhundertspiel in Mannheim, da waren ja schon die Sektkorken da offen, wirklich. Eigentlich war die Meisterschaft ja schon verloren dort und dann sind wir tatsächlich zurückgekommen und konnten dann dieses Spiel dann in Berlin machen. Also das war schon echt krass. Mega. War das dann auch die, sag mal, auch die beste, die geilste Meisterschaft, die du dann geholt hast, oder? Naja, das wirst du ja auch kennen. Also ich glaube, wenn so eine Saison beendet ist und dann auch erfolgreich beendet ist, dann fällt ja immer viel ab. Also das merkt man ja richtig, wie dann so ein Stein abfällt von einem. Und ich fand eigentlich, dass dieses Spiel selber zu gewinnen war extrem schwierig, weil jeder geht davon aus, du kommst so super zurück aus dem Spiel 4 in Mannheim. Ist doch klar, was jetzt passiert. Und das ist eben überhaupt ja nicht klar. Also von daher. Aber ich weiß auch, dass an dem Abend, wo wir in Mannheim gewonnen haben, war eigentlich so ziemlich mein schwierigster Tag in der Karriere. Also du hast so viele jüngere Spieler wieder auf den Boden holen müssen, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Also die werden durch Wände laufen, weil ich meine, wenn du 14 Minuten vor Schluss 5-2 hinten liegst, kommst du eigentlich nicht zurück im Finalspiel. Und die Jungs, die werden echt durch Wände laufen, wo du dann gesagt hast, ey Leute, jetzt mal ganz, es ist ja nichts passiert. Wir haben zwar heute gewonnen, aber wenn wir übermorgen verlieren, dann ist das irgendwie blöd. Also dann, wenn du zu Hause dieses Spiel dann verlierst, deswegen war das echt der schwierigste Tag. Immer wieder einfangen. Wow, also aber das, ich sag mal, das kenne ich ja aus dem Fußball. Wir kennen das ja gar nicht. Also wir kennen ja gar nicht dieses Gefühl, innerhalb von anderthalb Wochen oder einer Woche fünfmal gegen die gleiche Mannschaft zu spielen. So, und das ist ja schon, ist ja auch eine Kunst, sich immer wieder zu motivieren und immer wieder, klar, bei der Meisterschaft bist du motiviert, du willst das Ding gewinnen, ist logisch, aber ich meine, du kennst den Gegner in- und auswendig und genau das, was du sagst, du bist eigentlich also auf einer riesen Euphoriewelle und dann aber zwei Tage später geht es wieder bei Null los und das ist, glaube ich, echt ist schon eine Kunst. Ja, ne? Ich glaube, das ist immer total wichtig, dass man auch gerade jüngeren Leuten oder jüngeren Spielern immer wieder vermittelt, dass, also die dürfen nicht tiefst betrübt sein, wenn du ein Spiel verlierst, wenn du jetzt, also das höre ich so oft, auch dieses Jahr war das wieder so, ja, und jetzt haben sie das erste Spiel verloren und jetzt fahren sie dahin und wie sollen es werden? Wo ich sage, ganz ehrlich, das ist ein Spiel, ob du es jetzt gewonnen hast oder verloren hast, du musst doch sowieso dahin fahren. Ja. Also das ist auch wieder nur ein Spiel. Und so war das damals halt auch. Also immer nicht tiefst betrübt sein, wenn man verliert, aber auch jetzt nicht jubeln durch die Gegend rennen, wenn du ein Spiel gewinnst. Also das muss man eigentlich ganz gut immer handeln können. Na gut, aber das ist ja dann gerade die Kunst. Und das können ja viele erstmal nicht, weil wenn du jung bist, bist du euphorisch, bist du natürlich jung und wild und machst dann da wahrscheinlich dann auch Fehler. Und gab es das schon öfter, dass dann diese Playoffs dann so verkürzt wurden? Weil dieses Jahr war das ja mit diesen drei Spielen, klar, verlierst das erste Spiel, nächstes Spiel bist du vielleicht raus. Ist ja schon nochmal ein Unterschied dann zu fünf Ja, aber im Endeffekt ist es nichts anderes. Also wenn du musst diese Spiele ja sowieso spielen und ob du dann drei oder fünf oder sieben Best of Seven spielst, dann das ist eigentlich egal. Wenn du ein Spiel verlierst, musst du trotzdem auch dich nach vorne wieder richten und sagen, dass wir eigentlich die positiven Qualitäten ja auch in der Mannschaft stecken. Also das ist, aber du hast recht, das ist schon
Best of Three ist schon ein bisschen Neuland gewesen jetzt, wie jetzt war dieses Jahr. Ja, vor allem, aber es war spannend. Ich habe immer wieder geschrieben, ich denke so, wow, okay, nee, heute schreibe ich nicht, ich warte mal ab, übermorgen mal gucken. Ja, ich war relativ entspannt. Ja, wirklich. Dann war es aber so, dass du 6 Monate später, am 29.10.2012, hast du dann eine Pressekonferenz gegeben und meintest dann in der Pressekonferenz, da musstest du leider dein Karriereende bekannt geben, dass das mit dein schwierigster Tag war. Ist dem noch so, jetzt mal ein Nachblick auf deine Karriere? Also wenn man sich darauf vorbereitet und so, denkt man ja, okay, das kriegt man eigentlich ganz gut gelöst, also so eine Situation. Aber ich glaube, wenn du dann, so ging es mir tatsächlich, also wenn du dann in der Situation bist und es selber aussprichst, dass du jetzt eigentlich aufhörst und das so verkündest, ja, das ist mir extrem schwer gefallen. Also ich habe ja teilweise gar nicht mehr gewusst, wie ich reden soll. Also das war echt krass. Hätte ich nie gedacht, also war total entspannt im Vorfeld, aber in der Situation selber, da war echt Klops im Hals irgendwie und das war dann so für mich so, okay, dann ist es jetzt aber wirklich endlich, also das ist jetzt erledigt, das Thema und deswegen ist mir das auch wirklich ein bisschen schwer gefallen, also das ist nicht so einfach, so eine Karriere dann selber verkünden zu müssen, jetzt ist Feierabend. So. Klar, weil du bist ja auch ein straighter Typ, ich sag mal, das, was du sagst, dazu stehst du ja auch und es ist ja dann auch, heute sage ich auch, heute ist vorbei und dann nochmal ein halbes Jahr später, ich mache nochmal Comeback, genau. Das wäre ja auch nicht deine Art und Weise. Wegen welcher Verletzung musstest du denn dann deine Karriere beenden? Naja, also tatsächlich wegen Knie, habe 2003 ja mal bei einer WM einen Kreuzbandriss gehabt und dann auch immer mit Schiene gespielt, das war aber auch völlig okay, aber die haben mir dann auch wirklich, die Ärzte dann geraten, das macht jetzt vielleicht keinen Sinn mehr, weil die Verletzungsanfälligkeit, die wird jetzt höher werden über die Jahre und klar hat man sich immer super vorbereitet auf eine Saison, ja. Auch länger als jeder andere wahrscheinlich im Sommer schon, aber ja, das ist halt die Aussage von den Ärzten und dann halte ich mich auch daran, weil ja. Das macht keinen Sinn, weil irgendwie gibt es ja auch noch ein Leben nach dem Eishockey und also mit einem Henkefuß willst du jetzt auch nicht rumlaufen. Nee, okay. Das ist ja, und da, wir haben ja hoffentlich noch ein Stück weit zu leben. Also da will man ja auch eine gewisse Lebensqualität haben. Deswegen ist es ja völlig nachvollziehbar. Konntest du dich auf dein Karriereende auch vorbereiten? Also jetzt nicht auf die Pressekonferenz, sondern hast du dann schon, ich meine, du hast bis zu deinem 37. Lebensjahr, ist richtig, gespielt. Hast du dann irgendwann gesagt, mal mit Anfang 30, ey, wäre jetzt mal schlau, schon mal an die Karriere danach zu denken? Also ich glaube, das habe ich wirklich getan. Also erstmal hat man ja so in der aktiven Zeit auch schon die ersten Trainerscheine gemacht, was ja auch immer elementar wichtig ist für, weil das ist immer so mein Augenmerk gewesen, also wenn du kompetente Leute an deiner Seite hattest, die dich auch irgendwo ein bisschen gefördert haben oder die dir gezeigt haben, wo du lang zu gehen hast, finde ich, ist es auch die Pflicht, das der nächsten Generation immer mitzugeben. Und deswegen habe ich das eigentlich schon gemacht gehabt in der Zeit, wo man aktiv war. Und war für mich dann aber auch klar, ich will unbedingt danach nochmal, also die Erfahrung hast du jetzt 20 Jahre gesammelt irgendwie, aber so die Theorie und nochmal ein sportwissenschaftliches Studium machen, das war mir wichtig irgendwie, damit man halt von der anderen Seite auch mal nochmal ein paar Sachen so einfach mitbekommt und vielleicht auch mal selber reflektiert, ist das, was du gemacht hast, eigentlich richtig gewesen oder waren vielleicht Sachen, die hätten anders laufen müssen oder so. Und da habe ich mich wirklich schon im Vorfeld schon drum gekümmert. Okay, das ist natürlich dann, was wahrscheinlich einer der wenigen sein, weil... Ja, das viele, hast du jetzt gesagt, aber es ist schon so, viele ist schon, die machen so hinein, und dann irgendwann, und nun, also... Und was war deine Erkenntnis? Also, ich habe ja auch diese Karriere, Karriereende dann wurde mir ja auch auferlegt und auch durch Kreuzbandriss, auch Knie leider. Und habe ja dann in Magdeburg 4,5 Jahre sag mal, als sportlicher Leiter mitgearbeitet. Also ich empfand es als was ganz anderes und habe dann erstmal gemerkt, boah krass, wie sensibel so ein ganzes Gebilde ist. Wie war denn das für dich dann dieses Studium zu machen und dann aber auch auf der anderen Seite mal zu sehen, nicht der Spieler zu sein, dem alles vorgegeben ist, der nur, sage ich mal, der Struktur folgen muss, sondern jetzt bist du der die Struktur mit vorgibt. Wie war das für dich? Ja, ist eine, also komplett anderes Feld, ist ja klar. Also wenn du dann auch so Hintergründe siehst, was es eigentlich auch für Probleme immer gibt bei bestimmten Sachen, um das irgendwie umzusetzen, was die Sportler ja gar nicht so bewusst mitbekommen irgendwie, das ist schon sehr viel, muss man sagen, auch völlig andere Arbeit. Und deswegen sieht man das jetzt nochmal mit anderen Augen, was eigentlich immer passiert, wie man es hatte, als man selber noch aktiv war. Wie... Hat dir dann was im Nachgang, hat dir da was gefehlt dann nach dem Karriereende? Oder was hat dir denn gefehlt?
Hat dir nichts gefehlt? Also gar nicht. Also, echt nicht? Also ich glaube, also wirklich, das muss man wirklich sagen, ja. Ich glaube, wenn du so lange spielen konntest und wenn du auch komplett für dich dann auch rein bist mit der Situation, dann hast du auch keine Probleme. Also ich habe wirklich, ich habe jetzt nie irgendwie, dass mir die Beine zittern, weil ich jetzt unbedingt irgendwie, also gar nicht. Also ich bin völlig abgeschlossen, dieses Thema, und habe die Zeit auch total genossen, aber ja, also dafür gibt es junge Menschen, die sollen jetzt darum rennen, also alles super. Cool, coole Einstellung, aber ist natürlich, weiß ja auch, ich meine, klar, manchen fehlt dann diese Aufmerksamkeit, wow, hier, Felski, und dann, ich sag mal, diese Selbstbestätigung oder diese Bestätigung von anderen Seiten, hey, geiles Spiel heute, toll, toll, toll. Ja, manche brauchen das vielleicht, aber ist ja mega, wenn du das super mit klar, ganz nicht ehrlich benötigst. Wie war das dann für dein Umfeld, sag ich mal, dann auch diesen neuen Sven kennenlernen zu dürfen, der dann jetzt vielleicht dann auch mehr Zeit hatte, weil als Eishockeyspieler bist du ja brutal viel unterwegs. Wie hat das dein Umfeld dann so wahrgenommen? Freundschaften und so, die haben sich natürlich auch gefreut, dass man halt jetzt, keine Ahnung, am Wochenende dann nicht sagt, du, die Wurst, die kannst du alleine essen, du musst jetzt nach Mannheim fahren, so, sondern du bist einfach bei einer Grillparty oder keine Ahnung, irgendwie Geburtstagsfeiern oder sowas, einfach mal mit bei. Das war schon ein anderes Leben dann auch mal, irgendwie so, dass du also viel intensiver auch mit Leuten, die du sehr gerne hast, irgendwie Freundschaften und so, dann einfach auch viel mehr Zeit verbringen kannst. Cool, cool. Was ich auch mega interessant fand, sag ich mal, der Fakt, dass du ein Jahr nach dem Karriereende durftest du dein Abschiedsspiel spielen. Und das war, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ich habe gelesen, dass es nach einer Viertelstunde ausverkauft war. Ist das, ja, das richtig? Das ist leider richtig irgendwie. Also, was heißt leider? 4.900 Leute, ne? Ja, 5.000 Leute? Also zwei Drittel meiner Karriere habe ich ja tatsächlich im Welbisch-Palast verbracht. Ja. Also im alten Valley. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, okay, 5.000 Leute, die kriegt man vielleicht irgendwie. Also, ich meine, du gehst ja nicht davon aus, dass das so völlig, dass die Leute so völlig irre sind irgendwie. Und da war für mich eigentlich klar, ich will es eigentlich im Valley machen. So. Und viele haben gesagt, na, geh doch in die Mercedes-Benz Arena, da passen ja viel mehr rein. Wo ich mal gesagt habe, naja, aber wenn da jetzt nur 8 kommen, dann sieht es ja auch blöd aus. Irgendwie. Das muss ja auch alles ein bisschen passen. Und habe mich dann wirklich für den Valley entschieden. Und das stimmt wirklich, also innerhalb von 15 Minuten. Das war völlig irre. Also auf einmal schwerst überfordert in der Situation. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut alles gelöst. Also, ich kann dir mal eine Story erzählen, das glaubt mir mal gar keiner. Es gab ja einen Anruf aus Holland, das werde ich nie vergessen. Also ich habe das mit zwei Leuten zusammen ja organisiert, dieses Spiel. Und da gab es einen Anruf aus Holland, aus einem Hospiz irgendwie. Da war ein Deutscher, der nach Holland gezogen ist und war da in so einem Hospiz. Und den sein letzter Wunsch hatte, der irgendwie in irgendeiner Fernsehsendung gewonnen, dass er halt sich den Wunsch erfüllen lassen kann, den er hat. Und sein letzter Wunsch war gewesen, bei meinem Abschiedsspiel dabei zu sein. Hä? Völlig irre. Echt? So, jetzt kannst du dir vorstellen. Also ich habe ja als allererstes gedacht, okay, alles klar. Die Karten sind ausverkauft. Also derjenige versucht jetzt hier irgendwie Umwege, irgendwie eine Karte zu kriegen. Dann haben wir uns wirklich mit den Krankenhäusern da unterhalten. Da hieß es, ja, die kommen mit einem Knochentaxi. Das ist wirklich kein Spaß, mit einem Knochentaxi nach Berlin. Wenn der unterwegs verstirbt, kriegen wir alle gar nicht mit. Völlig irre. Und dann ist das wirklich passiert. Dann habe ich für den noch einen extra Eingang gemacht. Dann haben sie den wirklich mit dem Bett reingeschoben. Nein! Das ist ja Wahnsinn. Völlig irre. Und hab dann auch dieses Spiel auch nochmal für den nochmal unterbrechen lassen, bin zu dem hin, so raus, und hab mich gefreut, dass er da ist irgendwie so. Und der hat sich gefreut und hat dann, also 4 Wochen später ist er dann verstorben. Aber das war einfach eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Also das weiß immer gar keiner, aber die war schon echt verrückt. Ja, okay, das also da krieg ich jetzt noch Gänsehaut. Also das war wirklich glaub ich, ja. Und hattest du dann auch mit ihm sprechen können? Also war das dann, also wie kam er dann? Also, er war Eishockey-Fan, klar. Absoluter Fan aus Berlin irgendwie. Okay, ich kannte Berlin ihn gar nicht irgendwie so, aber okay, das machen wir jetzt auch möglich. Geil. Stark. Extra das Spiel unterbrochen, dass ich wenigstens mal einmal zu ihm hingehen konnte. Also das war irgendwie, und hab mich, ja, das war. Konntest du das genießen? Also ist ja dann so, ich meine, ist ja auch wieder voller Emotionen dann, ne? Die ganzen Rückblicke, den ganzen Kollegen, die da waren. Ich glaube, ihr hattet irgendwie die Nationalmannschaft und eine All-Star-Team, ne, von den Eisbären. Also ich habe, das habe ich mir selber so, die aktuelle Nationalmannschaft, da hat übrigens keiner, also nicht einer abgesagt. Also waren Markus Sturm da, alle, die in der NHL waren, Erhoff, die sind alle gekommen.
Das fand ich richtig cool. Und dann halt, ich meine, du hast ja auch viele Spieler in Berlin gehabt. Also da ist es gar nicht so einfach, jetzt das mal so 20 Leute mal rauszufummeln, die da passen jetzt irgendwie. Aber die sind aus Kanada, weiß ich, wo die aus Schweden überall gekommen sind. Das war schon echt cool. Sehr schön, sehr schön. Ich habe wiederum gelesen, dass im Durchschnitt ein NHL-Profi 5 Zähne pro Saison verliert. Ist das so oder ist es übertrieben? Kann das sein? Wie ist denn das bei dir? Hast du noch alle? Also da muss ich ja erstmal nachfragen, weil 5 Zähne in der Saison. So, weil ja, haben die gesagt, Sturm, stand da. Ja, Marco Sturm, der hat ja nun auch ein paar Jahre gespielt, der dürfte ja gar keinen mehr haben. Ne? Wahrscheinlich dann nicht, also, nee. Aber ist dann, also nee, kann nicht sein. Ne? Nein, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Klar kann es immer passieren, dass da mal irgendwie einer flöten geht, irgendwie, dass du irgendwie einen Schläger hinkriegst oder irgendwie was. Aber dass jetzt so eine bestimmte Zahl von 10 pro Jahr verlierst, also das passiert jetzt noch nicht. Wichtig ist ja, dass du einen guten Zahnarzt hast. Das ist immer wichtig, der dann irgendwie so ein Problem dann nochmal lösen kann. Ja, den aber hatte der an Bord? Den habe ich definitiv, ja. Sehr schön. Wie dürfen wir uns denn das Leben eines Eishockeyspielers mal vorstellen? Ich durfte Fußball spielen, hat Spaß gemacht, kann ich alles hoch und runter beten, aber wie ist denn das beim Eishockey? Alleine schon Trainingsintensität, aber auch dieser normale Ablauf. Also wie ist denn das im Eishockey? Ja, wo fangen wir da an? Also erstmal wird der Eishockeyspieler immer im Sommer gemacht. Okay. Das ist jetzt mal die Grundvoraussetzung, immer die Basis eigentlich, um eine lange Saison auch spielen zu können, ist immer der Sommer. Also das heißt immer diese Grundlagenausdauer, viel am See laufen, Fahrrad fahren, das machst du wirklich im Sommer, da hast du mit Eis noch gar nichts zu tun. Dann ist übrigens die übelste, also du kennst ja auch wahrscheinlich, die übelste Zeit, so diese Vorbereitungsphase, irgendwie acht Wochen. Da bist du eigentlich froh, wenn du endlich anfängst zu spielen, weil dann ist mehr oder weniger so Regenerationsprogramm. Oder erhaltenes Programm. Ja, wie musst du dir das vorstellen? Also du hast eigentlich in der Vorbereitungsphase täglich mindestens 2x Training. Okay. In der Saison trainierst du schon auch mindestens einmal irgendwie. Mal ist es ein bisschen wirklich, wenn du jetzt aus Auswärtsfahrt zurückkommst, machst du so ein bisschen Regenerationstraining irgendwie, aber du hast immer so 1-2 Tage, wo du nochmal Gas gibst, damit du auch nächstes Wochenende wieder fit bist. Okay, ja, ihr habt ja auch eine viel größere Belastung. Ihr habt ja viel mehr Spiele als dann sagen wir mal wieder den Sport oder im Handball. Ihr habt ja fast die doppelte oder fast die dreifache Anzahl an Spielen dann gegenüber diesen anderen Sportarten. Deswegen kann man ja wahrscheinlich dann in der Saison gar nicht so viel trainieren, weil du ja alle 2, 3, 4 Tage dann spielst, oder? Du musst dir vorstellen, also normalerweise spielst du ja immer Freitag, Sonntag. Immer wenn du Sonntag nach dem Spiel hast, Montag ist so ein Ruhetag. Okay. Oder der Reisetag zurück und Dienstag ist nochmal Vollgasprogramm irgendwie. Also wirklich dann auch auf dem Eis ist auch völlig unlustig immer der Dienstag. Da waren auch viele immer verletzt. Okay, ja klar. Trainer zwickt ein bisschen. Ja, genau. So, aber also du musst wirklich dich im Sommer präparieren, dass du halt lange in der Saison sein kannst oder dabei sein kannst, auch fit bleiben kannst. Ja. Sonst machst du nur Regeneration und also so taktische Sachen, so Überzahl, Unterzahl spielst du viel oder 3-gegen-2 Situationen. Also sowas machst du eigentlich eher. Ja, auch viel Videoanalyse, ist das bei euch beim Eishockey? Das gut? Wird ja immer mehr. Ja? Das haben wir damals auch schon viel gehabt, aber ich glaube, es ist jetzt noch extremer. Also du wirst ja jetzt, jede Trainingseinheit kann ja jetzt theoretisch schon ausgewertet werden. Das war ja damals zum Glück noch nicht so der Fall. Ja, genau, zum Glück. Konnte man auch mal so ein bisschen mit Auge machen. Genau. Ja, guck mal, und dann darfst du auch nicht vergessen, wir haben Silvester hast du eigentlich gefühlt immer am ersten Nachmittag Training gehabt, weil du am zweiten schon gespielt hast. Also Silvester jetzt, dass du da verzaubert durch die Gegend läufst, das ist dann auch relativ schwierig irgendwie. Also, verzaubert, übersetzt, leicht angenüdelt. Also das musst du halt dann schon auch immer ein bisschen handeln irgendwie. Ja, das ist so das Programm. Und wie gestaltet sich das im Eishockey mit diesen Vertragssituationen? Also wie lang sind durchschnittlich die Verträge? Weil im Fußball sind das ja oft langfristige Verträge. Wie ist das bei euch im Eishockey? Ist das ähnlich? Eigentlich ist es unterschiedlich, weil, ich sag mal, also wenn jetzt ein Spieler mit einem Verein irgendwie sind, gibt es so 2-3 Jahresverträge. Okay. Aber es gibt auch ganz normal auch Einjahresverträge, was manchmal auch vielleicht bei Importspielern Sinn macht. Mhm. Dass man denen nicht zu lange Verträge gibt, damit sie halt auch ihre Leistung, die sie haben, dann auch, oder Qualität dann auch abrufen.
Aber das ist immer individuell, muss man halt. Ja. Aber es ist jetzt untypisch, dass jetzt jemand 10-Jahres-Vertrag hat. Ja, gut, gibt's, ja, ist eher selten. Und wie ist das, ich mal, also fragen darf, wie ist das wirtschaftlich dann im Eishockey? Können die Jungs davon gut leben? Können sie was zur Seite packen? Können sie damit schon eine gute Basis bauen? Also wie verhält sich das? Also es ist nicht zu vergleichen mit einem Fußball, das ist klar. Das ist dann doch eher Randsportart, muss man wirklich sagen. Aber ich glaube, wenn du das einigermaßen vernünftig auch angehst und ein bisschen clever auch damit umgehst, dann hast du schon eine sehr, sehr gute Basis. Okay. Also je nachdem, wie man das doch selber steuert. Also, ja, ja. Sind dann die Unterschiede von den Ligen, also von der ersten zur zweiten und dritten, sind die dann die extrem? Die sind schon eigentlich, finde ich, gravierend, okay, wie gesagt. Also das ist schon, es gibt sicherlich dann immer so für eine bestimmte Anzahl von Spielern so ein Budget, was die auch haben, die einzelnen Vereine. Aber der Unterschied zwischen den anderen ist dann schon immer ganz schön extrem. Okay. Ja. Schon. Ja, ist aber auch besser geworden, muss man jetzt auch mal sagen. Okay, okay. Vor ein paar Wochen saß Michael Sternkopf hier und da hatten wir auch, er hatte ganz offen auch über Depression, Burnout, also im Fußball gesprochen, also im Profisport. Wie siehst du die Gefahr des Ausbrennens, also dann im Profisport? Wie ist das bei euch? Wie ist das bei dir? Ich meine, du warst 20 Jahre, du hast extrem viele Kollegen erlebt, du hast viele Trainer erlebt. Wie ist das? Wie stehst du dazu? Also ich selber habe nie Probleme gehabt mit sowas, muss man wirklich sagen. Ja, ist wahrscheinlich einfach irgendwie so drin, dass man da, aber es gibt vereinzelt, hört man schon immer mal von einzelnen Spielern, also Tine Braun ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, der auch Depressionen hatte, der dann auch mal eine Weile ausgefallen ist. Ich weiß nicht, woran das liegen mag, also ob es einfach, dass es too much ist, vielleicht auch mit der Belastung, auch mentale Belastung, das kann ja alles sein. Aber ich finde, dass das eigentlich noch im Eishockey geht. Also das ist jetzt nicht so, dass du jetzt jeden dritten Verein irgendwo zwei Spieler rausfilterst, die dann da irgendwie einen Burnout haben oder so. Aber die Belastung ist natürlich schon extrem. Also das muss man ja auch mal sagen. Die Belastung ist riesig. Ist das vielleicht dann auch ein Unterschied dann, dass die Aufmerksamkeit natürlich nochmal eine andere ist? Oder wie ist das jetzt im Eishockey, gerade auch durch die neuen Netzwerke, Social Media, hast du natürlich, ist ja egal, du bist ja überall mit Handy, jeder weiß ja sofort Bescheid. Wie ist das bei euch? Ist das dann, werden die Spieler dann auch immer direkt erkannt? Ist da auch dieser öffentliche Druck da oder ist das im Eishockey noch nicht? Ich glaube, das geht noch. Also gerade wenn du in so einer Großstadt wie Berlin irgendwie lebst, dann kannst du dich auch frei bewegen, das okay, muss man wirklich sagen. Also klar passiert es immer wieder, wenn du irgendwo einkaufen gehst, dass, also verrückterweise immer, wenn du eine Milch holst oder so, dann sagt einer so im Schlumpi-Anzug, dann, Mensch, tolles Spiel letztes Wochenende, so, das passiert natürlich, aber eigentlich kannst du dich noch relativ anonym auch in der Stadt aufhalten, also was ich auch ganz gut finde, ehrlich gesagt. Ja. Ja, also das ist sicherlich angenehmer, als wenn du dann ja von neben dann halt auch vollgequatscht wirst, angequatscht wirst. Also das passiert ja schon oft genug irgendwie, aber da stelle ich mir dann wirklich so ein keine Ahnung, ein richtiger, also ein Fußballer irgendwie, der permanent in den Medien auch, das stelle ich mir schon echt schwierig vor, also ganz ehrlich. Okay. Du hattest in deiner Karriere ja auch viele Trainer aus Amerika oder Kanada. Wie war das denn bei euch mit Mentaltraining? Also wurde das bei euch angeboten? Wie stehst denn du dazu? Also ja, es ist zum Anfang meiner Karriere gab es das gar nicht, Mentaltrainer irgendwie. Da war entweder du bist klar in der Murmel oder nicht irgendwie so. Und das ist dann aber über die Jahre eigentlich so ein bisschen dieses Thema immer mehr in die Mannschaft reingetragen worden. Die Eisbären jetzt haben ja jetzt auch mit, oder viele Vereine, die haben ja jetzt mittlerweile auch schon Mentaltrainer. Und nach dem Studium, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich das auch völlig anders. Also mittlerweile ist es viel offener, was diese mentale Sache betrifft, weil du siehst schon Charaktere raus, wer wie tickt irgendwo, wenn du bestimmte Fragen stellst und die Reaktionen darauf bekommst. Also das ist schon echt ein spannendes Thema. Das macht ist eigentlich total interessant, muss ich sagen. Und jetzt aber, also weil du gerade sagst, die Eisbären, die haben einen, also ist es so, dass dann jetzt gerade im Profi-Eishockey, dass das da schon etabliert ist und dass die da mit dabei sind? Ja, also das ist auf jeden Fall etabliert mittlerweile. Also das ist ja im Endeffekt immer nur eine Dienstleistung. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da einer immer dasteht und komm mal jetzt zum Armen rüber hier irgendwie so. Das ist ja nicht so, aber du hast immer die Möglichkeit, dich auch mit, also es ist ja auch gar nicht so einfach. Die Spieler, die müssen sich ja auch öffnen wollen. Also ja, das ist ja auch immer so ein Thema. Grundbasis, ja. Genau, so und
Also da gibt es welche, die sind ein bisschen ängstlicher, die trauen sich, ihre Probleme ja nicht anzusprechen. Und dann gibt es welche, die sagen, du, ganz ehrlich, also beste Beispiel ist immer, was ich jetzt ein bisschen Schwachsinn finde, ist immer, wenn du drei Spiele kein Tor schießt. Also ja, da musst du nicht zum Mentaltrainer gehen, irgendwie, weißt du so. Aber es gibt ja so eine, die sind dann da, die machen sich darüber lang und dann ist das auch völlig okay, wenn sie es tun. Ja, finde ich auch. Also. Du hast mal gesagt, in den ersten 7 oder 8 Jahren habe ich eine Zeit erlebt, wo der Verein finanzielle und sportliche Probleme hatte, wo wir gar nicht erfolgreich waren. Aber auch das prägt einen Menschen. Perfekt, oder? Also eigentlich. Geile Aussage, aber wie hat dich das denn geprägt? Also in welcher Art und Weise? Also ich glaube, das ist. Weißt du, das Einfachste ist doch, wenn du in eine funktionierende Mannschaft reinkommst und irgendeinen Meistertitel vielleicht gewinnst oder irgendwie erfolgreich bist. Ja. Du, also eigentlich die Arbeit, die dahinter steckt, um mal was gewinnen zu können, die erkennen ja, also die erkennst du ja nicht. Also für dich als Person finde ich, also für mich persönlich muss ich wirklich sagen, ist das eigentlich die geilste Story an sich, dass man eigentlich immer auf den Arsch bekommen hat oder auf die Fresse bekommen hat, um erstmal was gewinnen zu können. Ja. Und auch Finals, die ersten beiden Finalrunden, die hat man ja auch verloren, dass man immer irgendwie Sachen mitnimmt, wie man einen Weg findet, auch mal gewinnen zu können. Und dann, wenn du das irgendwann mal gelernt hast, dann fällt dir das auch einfacher, das umzusetzen. Ja, aber ist natürlich. Also das, ich glaube, für jede Person, also die Selbstständigkeit einer Person, das ist total wichtig, dass du halt auch so eine Phasen eigentlich zum Anfang erlebst als zum Schluss. Ich finde es super. Wenn man es so verarbeitet wie du, also wenn man das Positive daraus sieht, ist das natürlich geil, weil der eine oder andere sieht dann vielleicht auch, oh, und schon wieder und Druck und so. Aber wenn du natürlich dann so einen Weg gehen kannst, ist das natürlich ein Gewinn. Und glaub mir mal, also zum Anfang meiner Karriere, das war 92, so ist ja kurz nach der Wende gewesen, da muss man sich ja als Verein ja auch erstmal neu ausrichten und da ist es logischerweise total schwierig gewesen. Und das kannst du dir ja vorstellen, wenn wir jetzt irgendwo hingefahren sind mit Ost-Berlin, ja, was denkst du, was du da für Sprüche gekriegt hast? Also glaube ich dir. Zur Begrüßung erstmal, so in Bayern und so. Jetzt waren wir ja auch nicht auf den Mund gefallen in Berlin, also haben wir uns ja auch verbal ein bisschen auch artikulieren können. Also das war schon jetzt aber auch keine einfache Zeit, also ganz klar irgendwie. Und dann, wenn du finanzielle Mittel nicht wirklich vorhanden hast, dann hast du halt 10 Spieler, die Qualität haben, da mitzuspielen und der andere ist so ein bisschen Füllkader also das ist aber wichtig für eine Karriere und wirklich auch prägend und ja, da bin ich total glücklich drüber, dass es so umgelaufen ist. Stark, weil dann hast du ja schon in den jungen Jahren dann gelernt, auch mit Rückschlägen umzugehen, weil das sind ja Rückschläge. Ich meine, das sind ja dann, wenn du immer wieder, du hast gesagt, auf die Fresse kriegst und ein Spiel nach dem anderen verlierst, musst du ja immer wieder aufstehen. Was war denn in deiner Karriere? Aber das stärkt dich ja auch, weißt du so. Ich finde das ja super. Mittlerweile lache ich ja darüber, wenn einer, also, oder in der aktiven Zeit, wenn da irgendjemand dir irgendwas erzählen wollte, dann hast du den hast ja ausgelacht. Also, weißt du, das ist ja, weil du eine ganz andere mentale Stärke irgendwie hast. Ja. Also. Ja, geil. Und was war dein härtester Rückschlag in deiner Karriere? Ja, eigentlich ist es immer krass, immer wenn man richtig oder besonders gut eigentlich drauf ist, ist es oft tatsächlich gewesen, dass man eine Verletzung hatte. Also das ist ganz komisch gewesen immer. Wenn du wirklich so auf dem Höhepunkt wieder und die Dinge auch reingefallen sind, dann hast du immer irgendeine Verletzung gehabt. Ob das jetzt bei einer WM dann nach einer Saison Kreuzbandriss oder eine Schulter mal kaputt oder so. Das war, also die ist ja immer ein schlechter Zeitpunkt. Ja, so eine Verletzung ist ja nie ein guter Zeitpunkt. Aber das ist mir halt aufgefallen, immer wenn es besonders gut lief, war dann immer erstmal so, okay, jetzt müssen wir erstmal wieder. Und wie bist du damit dann umgegangen? Ich sag mal, das sind ja harte Dinge. Ich sag mal, wenn du dann Kreuzband, das sind mehrere Monate, Schulter, ist ja gerade auch für einen Eishockeyspieler, ist das ja elementar, ist das Wichtigste, mit das Wichtigste. Was war in den Momenten dann? Wie hat sich das dann für dich angefühlt? Na gut, also wichtig ist natürlich immer erstmal, dass du die dementsprechenden Ärzte hast, mit denen du da auch wirklich kommunizierst, dass du eine gute Reha-Klinik hast, mit der du zusammenarbeitest. Und dass du dir vor allen Dingen Zeit nimmst. Also Zeit nimmst, auch das wirklich richtig auszukurieren und wieder vernünftig aufzubauen. Also gerade bei einer Schulter und so, die muss man schon, dauert ja auch meistens ein halbes Jahr, wenn du eine richtige OP hast. Das musst du wirklich auch richtig auskurieren und wieder aufbauen. Also glaube ich, da hat auch der Verein immer viel Wert drauf gelegt, dass die Jungs sich dann auch wirklich gesund zurückmelden.
Ja, du hast jetzt Schulter, ich hatte auch zweimal Schulter, also zweimal 6 Monate. Das war jetzt für mich nicht so schlimm, aber kann ich dann nachempfinden. Wie waren das dann gerade in dieser Phase? Ich meine, du warst ein Top-Talent, du bist dann 92 in den Profibereich gekommen, hast 92, 93 deine erste Männersaison gehabt. Du hast dann, was du gerade geschildert hast, die ersten 6, 7 Jahre habt ihr immer auf den Deckel bekommen, aber du warst ja trotzdem ein gefragter Spieler, weil du natürlich Talent hattest, du warst schnell, du warst technisch gut. Da kamen doch sicherlich dann auch Angebote. Was hat dich denn motiviert, trotz dieser Negativerlebnisse zu sagen, hey, ich bleibe bei den Eisbären? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Verbundenheit mit dem Verein, wirklich, weil, das, was ich vorhin gesagt habe, also wenn du das Glück hast, mit guten Trainern zusammenarbeiten zu können, auch im Nachwuchsbereich, die dir eigentlich auch was beibringen und was mitgeben, finde ich, muss man auch da erstmal zurückgeben. Ja. Also das ist immer die Grundeinstellung. Klar ist natürlich auch Freunde und Familie, ist ja auch klar. Heimatstadt, da willst du ja jetzt auch nicht so unbedingt jetzt sofort irgendwo. Gibt ja auch schlechtere Städte als Berlin. Auch das, ja. Kann man ja mal sagen. Also das ist ja, das spielt ja alles so ein bisschen mit hinein. Und ja, klar gab es auch Angebote, aber so die Verbundenheit mit der Stadt und mit Familie und Freunde, das war, glaube ich, auch der ausschlaggebende Punkt irgendwo. Okay. Und was gab es für Angebote? Weißt du das noch? Also wer hatte da mal Interesse gezeigt? Ob du es glaubst oder nicht, also die Preußen waren, das war mal kurz davor irgendwie, die wollten das unbedingt damals. Oder ich habe auch mal bei einer WM, hat mich mal, also von Sanrus, also völlig irre, bei einer Junioren-WM war das irgendwie 91 oder so, hat mich mal jemand angesprochen, du sag mal, San Jose, wir würden dich da gerne mal rüberholen wollen. Pass auf, jetzt kommt es aber. Ich habe ja gar nicht gewusst, wo San Jose liegt zu dem Zeitpunkt. Okay. Ich sagte, du, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo du herkommst hier irgendwie, aber also ich kenne nicht mal München und Hamburg richtig. Jetzt kommst du hier mit, keine Ahnung, so. Und habe dann eigentlich so 2, 3 Jahre später gesagt, ja, okay, hätte man vielleicht doch anders lösen können, aber ich bin jetzt auch null irgendwie, das ist alles trotzdem super gelaufen, wie es gelaufen ist. Also ich bin da jetzt nie irgendwie, dass ich da nachts aufwache und sage, um Gottes Willen, wieso hast du damals gesagt, San Jose ist scheiße. Also, Ja gut, du wusstest es ja. Also, wirklich nicht, also ich kann wirklich München nicht. Habt ihr Berater? Gibt es also in, ja mal jetzt wieder, ich will nicht immer nur vom Fußball, aber bei uns ist es ja so, da kommen wir schon ab der C-Jugend, kommen die Berater um die Ecke. Habt ihr Berater beim Eishockey? Ja, haben wir. Das wird jetzt auch meiner Meinung nach auch ein bisschen, also es wird immer früher, ja. Werden die Jungs jetzt auch an jemand gebunden oder umgedreht, die binden sich halt an irgendjemanden. Das war damals nicht so. Okay. Eigentlich mein Berater war, also musste ich lachen, irgendwie war damals eigentlich der Manager von den Preußen. Also, ach, nee! Stefan Metz, ja. Okay. Und der hat mich dann auch wirklich, also war ja bei mir relativ einfach immer, ja. War ja irgendwie hierfür klar, also Berlin. Aber der hat mich dann da auch wirklich unterstützt. Aber heutzutage ist es schon auch jetzt bei 16-Jährigen so, dass die Berater auch die Jungs ansprechen. Aber das ist ja auch krass. Also dass dann der Manager von den Preußen dein Berater war, wäre ja so, als ob dann jetzt der Runert von Union sozusagen dann mit einem Spieler bei Hertha sitzt und dann mit Bobic jetzt verhandelt. Ja, genau. Krass. Und wie, aber war das alles okay? Das war völlig okay, ja. Also war das fein. War halt mein Berater. Ja, also, ja. Okay, geil. Ja gut, dann ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass du mal kurz vor dem Wechsel in den Preußen standest. Dann, ja, verständlich. Und diese, klar, wenn man dann so ein bisschen dann auch affin ist, heißt es ja immer, NHL ist dann das große Ziel. War das dann auch mal nochmal dein Ziel oder warst du dann, war früh klar, dass du diesen Weg hier bei den Eisbären so zu Ende gehen willst? Nein. Also, das ist immer das Ziel. Jeder einzelne Sportler, der Eishockey in Deutschland spielt, der muss auch dieses Ziel haben. Also wenn du wirklich ein Ziel verfolgst, erstmal in den Profibereich zu kommen, das ist das eine. Und dann muss man auch immer versuchen, auch den nächsten Schritt noch zu gehen. Das ist ganz, ganz klar. Und wenn da jemand gefragt hätte nochmal im Nachgang, dann hätte man sicherlich auch anders reagiert. Ich glaube aber, dass sie intern untereinander auch sprechen, so nach dem Motto, du, der hat gar kein Interesse, dass man dann eigentlich durch ist, weißt du? Das kann okay. Durchaus sein. Irgendwie. Ja. Ein paar Jahre später hätte man bestimmt anders reagiert, aber das ist jetzt wirklich nicht so, dass man da sagt, du, ja. Also... Ja, ja, nee, das ist gut. Top. Also.
Wie ist denn das bei euch im Nachwuchsbereich? Wie gestalteten sich das da? Ich meine, du bist ja Geschäftsführer Sport bei den Eisbären Juniors. Und wie ist denn die Nachwuchsarbeit? Also bei wiederum im Fußball ist es ja oft so, dass die Jungs relativ früh auch echt verwöhnt werden, weil sie halt auch alles bekommen. Sie spielen die geilsten Turniere, haben die besten Klamotten, kriegen teilweise schon Gehälter, wo du dir an den Kopf fasst, die Eltern kriegen Jobs. Also das ist schon grenzwertig. Wie ist denn das im Eishockey? Also das ist definitiv nicht so, weil ganz ehrlich, und das ist genau das, was ich vorhin meinte, weißt du, man muss erstmal auch was selber leisten, um dann auch was zu bekommen, finde ich. Weißt du, das ist immer, wenn von vornherein immer alles hinten reingepustet wird, dann ist meiner Meinung nach auch die Motivation auch irgendwann mal weg. Also die musst du ja anders motivieren, als wenn jemand ein Ziel von, also intrinsisch dann selber auch hat. Also das ist ja elementar wichtig, glaube ich. Nur dann wirst du dann auch vielleicht mal ein Profi. Und das ist bei uns ein bisschen anders. Wir versuchen die Jungs super auszubilden, was uns eigentlich auch ganz gut gelingt, muss ich sagen. Also wenn man so mal in der Liga guckt, auch bei den Eisbären sind ja jetzt ein paar Spieler, die jetzt auch aus dem eigenen Nachwuchs mit wieder eingebaut wurden. Und selbst wenn sie nicht in Berlin spielen, sind sie ja auch möglicherweise in der DEL 2 oder DEL irgendwo in einem anderen Verein mit eingebaut. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Also Ausbildung steht an erster Stelle irgendwie, auch in der Verbindung mit Schule, immer mit Schule. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Part. Und wenn die Jungs das kapieren und wissen, was sie für ein Ziel haben und dann auch mit einem vernünftigen schulischen Abschluss, dann bin ich der Erste, der sofort sagt, so und feuerfrei, jetzt geht's los. Okay, so. Aber ist das auch ein Unterschied zu anderen Sportarten wieder? Weil Felix Magath hatte ja immer gesagt, ey, das ist nicht so wichtig, der Junge soll sich auf Fußball konzentrieren. Sagst du dann schon so, ich meine, du bist ja der Entscheider im Jugendbereich, sagst du, Schule ist das Wichtigste? Also ganz klar kann ich dir sagen, unsere Philosophie immer, Schule ist Nummer eins. Okay. Das ist wirklich so und unser Trainingsprogramm ist ja am SSZB total verknüpft mit der Schule, mit der Sportschule, die wir ja haben, die Elite-Schule des Sports. Und also nur wenn das sagen wir auch den Jungs, auch immer den Eltern, nur wenn die Schule funktioniert, sind die Jungs auch zufrieden, wie es läuft, mit den Eltern auch zufrieden und dann können sie auch ihre Leistung auf dem Eis bringen. Ja. Nur so funktioniert es. Und sind wir doch mal ehrlich, also eine Pyramide im Sport, die wird ja dann auch immer irgendwie ein bisschen steiler. Ja. Also es kann ja auch nicht jeder Profi werden. Nee, das ist ja auch klar so. Und dann finde ich, ist es eine Grundvoraussetzung, dass man bestimmte Eigenschaften den Jungs auch mitgibt für ihr eigenes Leben. Und wenn dann ein schulischer Abschluss mit bei ist, wäre das irgendwie sehr, sehr vorteilhaft. Ja, zu empfehlen. Nee, auf jeden Fall. Und du sagtest, also ihr habt die Sportschule? Ist das eine Vorgabe? Ist das bei allen anderen DEL-Mannschaften auch so? Oder wie verhält sich das? Also es gibt viele Sport... Wie nennen die das immer irgendwie? Sportaffine Schulen, sage ich jetzt mal so, die mit anderen Vereinen auch zusammenarbeiten, aber so eine Sportschule, wie man sich das eigentlich wünscht, wo dieses Trainings- und Schulprogramm eigentlich komplett so, den Morgensbereich hast du mal Training, dann hast du Mittagsschule, ineinander verknüpft ist, das gibt es eigentlich so wie in Berlin fast gar nicht. Boah, krass, okay. Und ist das dann auch dann der Grund, oder werden bei anderen Mannschaften auch so viele Nachwuchsspieler nach oben geschoben? Weil du meintest jetzt, bei euch wurden ja 2, 3 Spieler jetzt auch aus dem eigenen Nachwuchs, die sind sogar Stammspieler in der ersten Mannschaft, immerhin schon wieder deutscher Meister geworden. Ist das dann bei anderen Mannschaften auch so oder seid ihr da schon eine Ausnahme? Nee, also die gehen sicherlich einen anderen Weg dann vielleicht auch, die klar sind, haben die ja auch Schulen, die jetzt auch, sage ich jetzt mal, wenn sie jetzt irgendwie spielen müssen, dass sie da auch mal rausgenommen werden können aus der Schule. Aber dieses Konstrukt, finde ich, ist eigentlich, würde ich mir wünschen, dass es in anderen Städten noch viel mehr auch so integriert wird, dass man einfach Sport und Schule in den Einklang bringen kann. Okay, cool. Ja, hoffen wir mal. Ja, ich meine, also, dein Wort hat ja Gewicht. Wäre ja schön, wenn das dann halt auch mehr umgesetzt wird. Ja, weil es einfach für die Jungs total wichtig ist, glaube ich. Also, dass die einfach auch wissen, okay, die Schule ist Nummer eins und wenn du den Abschluss geschafft hast, dann, egal, ob du jetzt die 10. machst oder ein Abi machst oder wie auch immer, dann hast du immer was in der Hinterhand erstmal und dann kannst du auch feuerfrei und los. Ja. Jetzt geht's los. So. Was würdest du denn du hast jetzt 20 Jahre auf dem Buckel, was würdest du dem 18-jährigen Sven Felski mitgeben,
die drei wichtigsten Punkte auf dem Weg zum Profi? Also was würdest du ihm raten? Also immer ein Ziel vor Augen haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass man aber auch immer bescheiden und nicht arrogant wird. Das ist also diese so menschliche, charakterliche Eigenschaften, dass du die auch immer mitnimmst. Also alles, was so dazugehört, also keine Ahnung, Pünktlichkeit, also alles, was eigentlich so dazugehört. Das finde ich, das ist eine Grundbasis, dass man sich auch außerhalb irgendwo vernünftig auch bewegen kann. Und wenn man bescheiden ist, glaube ich, dann hat man auch eher Möglichkeiten, als wenn du überall auftrumpfst und denkst, du bist der große Held. Weil das bist du nämlich mit 18 auf gar keinen Fall. Und nicht. Ja, was gibt es noch? Also ein Ziel vor Augen haben, bescheiden zu sein und also eigentlich immer an sich weiter arbeiten, weil du hörst nie auf, dich weiterzuentwickeln. Ja, und wenn es 18-Jährige gibt, die denken, die sind einfach, die können alles, dann sind sie schon auf der Verliererstraße. Ja, das ist richtig. Aber dazu gehört ja dann auch ein gutes Umfeld. Ich sag mal, entweder dann die Mentoren im Verein, die guten Trainer, ja, oder wie du jetzt, der dann halt der Geschäftsführer, der das Ganze dann halt auch in diese richtige Richtung dann schon mal schiebt. Oder halt auch Familie, ist ja dann auch wichtig, ne? Wichtige Frage, die das halt mit die unterstützen. Mitträgt, ja. Die, so, weil ja. Eishockey ist ja auch kein... Ist ja kein preiswerter Sport. Ich habe jetzt in der Recherche, weiß ich, also es kostet ja allein schon die Ausrüstung kostet ja mehrere hundert Euro, oder? Oder wo liegen wir da? Naja, also ist schon richtig. Also so ein vernünftiges Paar Schlittschuhe kannst du schon 500 Euro hinlegen. Wow. Also das ist, und wollte ja nicht sagen, also wenn du 14 bist, dann wächst du auch nochmal, bist du mal schnell 16 und dann hast du zwei Nummern größer. Also wollte ja nicht sagen. Also da ist schon sehr preisintensiv irgendwie und da muss man auch bereit sein für. Ja, ja. Also kann sich das ja eigentlich nicht jeder leisten, oder? Das ist eine Schwierigkeit. Wir als Verein versuchen natürlich auch immer denen, also eigentlich wollen wir ja, helfen wir ja vielen, aber gerade denen, die jetzt vielleicht finanziell nicht so aufgestellt sind, denen muss man ja eigentlich noch ein bisschen mehr helfen und unterstützen. Weil das ist immer schade, wenn du dann Jungs verlierst, die vielleicht Talent haben, nur weil sie es finanziell nicht hinkriegen. Und das ist, da muss man halt auch ein bisschen gucken, wie man das irgendwie löst. Ja, cool. Ja, kommen wir zu einem anderen Bereich. Das war ja jetzt, sagen wir mal, dein Karriereende und jetzt auch, sag ich mal, auch dieser Nachwuchsbereich. Deine Trainer, ich sag mal, diese Führungskräfte sind ja, Trainer sind ja Führungskräfte, ist ja genauso wie jetzt, wie du. Du bist ja auch Führungskraft als Geschäftsführer. Und gerade als Trainer ist man, finde ich immer, ist es schon mit die wichtigste Position in so einer Mannschaft, weil der Trainer gibt die Richtung vor, gibt die Taktik vor, trifft die Entscheidungen. Deshalb finde ich, dass Trainer gerade, also bei mir, immer einen hohen Stellenwert hatten. Du hattest eine Menge an Trainer. Ich habe nur mal so ein paar. Joachim Ziesche, Ron Kennedy, Billy Flynn, Pierre Paget, Don Jackson, Hans Zach, Uwe Krupp. Also wenn man sich so ein bisschen mit Eishockey auskennt, dann sind das ja Größen. Wer war denn, oder wie war das denn für dich? Wer war denn der Trainer, von dem du klar, konnte man von allen was mitnehmen, aber wer waren denn die Trainer, die dich so am meisten beeindruckt haben? Boah. Ich weiß erstens mal gar nicht, wie viele Trainer ich wirklich hatte. Ich glaube 23. Wie viel hast du gefunden? 23? Also, ich hatte in der Recherche, hatte ich jetzt 19, okay. Aber du wirst es besser wissen. Ja, wir hatten, gut, jetzt hatten wir einen Trainer gehabt, der war 8 Stunden da. Also okay, der sag mal 23. Der ist über Nacht gekommen und morgens war er ja nicht mehr da. Aber, echt? Ja, das gab es auch mal. Also eigentlich müsste ich jetzt mal so zwei, dreimal rausfiltern. Also wer für mich elementar wichtig war, Pierre Paget. Also der war ja eigentlich ein Verrückter, ein Visionär. Ja. Der hat ja bestimmte Sachen im Kopf gehabt, wo du dann auch schon immer sagtest, Pierre, jetzt ist ja super, aber jetzt auch irgendwie wieder, also die Erde dreht sich weiter. Also okay. Der war schon extrem, der aber unwahrscheinlich viel auf Tradition eines Vereins Wert gelegt hat und seine Vision dann auch wirklich umgesetzt hat, in den Verein gebracht hat, wo alle zum Anfang gesagt haben, du jetzt wirklich, aber er hat da auch einen Plan hintergesehen, irgendwie, muss man wirklich sagen. Was genau, dass innerhalb der nächsten 3 Jahre, wenn wir das und so machen, dann erreichen wir das und das und dann wird es auch passieren.
Und das ist tatsächlich so eingetreten. Also das war völlig irre irgendwie. Aber der war schon auch wirklich visionär. Also der war schon auch manchmal ein bisschen grenzwertig. Auch bei Niederlagen ist er dann halt mal komplett ausgeflippt und hat sich dann Saisonende bei der Mannschaft halt nicht verabschiedet, weil er tiefst enttäuscht war von den Spielern. So, wo du dann sagst, du, ganz ehrlich, also das macht hier keiner mit Absicht. Also, weißt du, da hat er so ein paar Ausfälle auch gehabt, aber das war schon eine Persönlichkeit. Also bei ihm hat mir extrem gefallen, dass er die Tradition auch in den Verein wiedergebracht hat. Also es gab Trainer, die haben gesagt, also hier mit Dynamo und sowas alles raus und das brauchen wir hier alles nicht mehr. Echt? Ja, das war... Aber ist das Herzstück? Also Tradition ja, ist das ja, absolut, klar. Und, aber ich meine, da kannst du als Spieler sonst was erzählen. Wenn da nur drei Deutsch sprechen, dann die anderen, die Tradition ja gar nicht kennen, ist das schon okay, schwierig. Stimmt, ja. Aber er hat es komplett wieder in diesen Verein gebracht und finde ich auch absolut wichtig. Ja. Und ja, Don Jackson... war ja damals Co-Trainer bei Pierre Paget, der hat ja eigentlich von Pierre auch viel gelernt und Donny war wieder ein komplett anderes, der war so wie so ein Teddybär, so ein ganz ruhiger eigentlich, aber das, was er erzählt hat, war... Also so ein Eisbär, ein Teddybär. Ja, hat immer Hand und Fuß gehabt, also der hat die Videobesprechungen, die Ansagen vor einer Saison und so, die hat er halt brutal auch wirklich so auf die Mannschaft auch zugeschnitten, mitgeteilt und da wusstest du, also mit dem gehst du den richtigen Weg irgendwie zusammen. Und ja, wen kann man noch? Hans ist Nationaltrainer halt gewesen, Hans Zach, Uwe Krupp ja auch irgendwie. Das waren auch bestimmte Leute, die einen auch weitergebracht haben. Und aber eigentlich fand ich den wichtigsten war eigentlich so zum Anfang meiner Karriere, der dann auch in Kanada, so Team Kanada auch trainiert hat. Mir fällt jetzt bloß der Name nicht ein, könnte irre werden. Cliff Stewart? Nee, der war nicht. Andy Murray. Andy Murray? Andy Murray war eigentlich, finde ich, so der wichtigste Trainer von denen, wo ich am meisten mitgenommen habe, weil der war... Nach der Zeit in Berlin war der ja Nationaltrainer von Kanada und der hatte ich bei internationalen Turnieren immer mit dem Vornamen angesprochen. Das fand ich unfassbar. Also ich meine, er hat ja nur auch Tausende von Spielern kennengelernt. Der sagt, Mensch, hallo, Sven, wie geht's irgendwie? Ja. Was macht die Familie? Wie geht's deiner Tochter sowieso? Also das war völlig irre immer, wo du gesagt hast, so, wie deine Frau jetzt heißt, kann ich dir jetzt gerade nicht mehr sagen. So, weißt du, so dieses, das hat der halt brutal super gemacht. Und der hat ja die Anfangszeiten, wo wir so 92, 93, 94 immer gegen Schwenningen diese Playoff-Zeiten oder Playdown-Zeiten eigentlich überstanden haben, um nicht abzusteigen, was ja für den Verein total wichtig war, hat ja die 10 Spieler so eingesetzt, die mitspielen konnten und die anderen 10 Spieler halt auch, die jetzt qualitativ gar nicht so gut waren. Ja. Er hat gesagt, du rennst nur nach vorne, rennst einen zusammen, kommst, wechseln wieder. Also das, der hat die also perfekt auch eingestellt für das, was sie können und das bewundere ich bei dem immer noch, weil der hat mich wirklich geprägt, cool. Ganz ehrlich. Und brauchtest du als Spieler, warst du ein Spieler, der dieses Vertrauen vom Trainer brauchte oder war dir das Boogie? Also manche können ja nur... Ja doch, ich glaube, das ist schon wichtig, wenn du das bekommst auch. Oder der muss mir ja nämlich jede Woche sagen, du bist ein geiler Typ. Irgendwie, so, das ist gar nicht irgendwie, das sollen andere machen. Ne? Aber ich glaube, das reicht ja auch schon Augenkontakt. Ja. Weißt du, wenn du merkst, dass da jemand dahinter steht. Aber ich finde, das brauchst du schon. Und das hast du bei manchen auch nicht gehabt. Also die haben... also das hat dann wirklich auch mit einer... bist in Deutschland, aber als Deutscher warst du in bestimmten Phasen auch... eigentlich nur einer, der da mit bei ist. Also das war, die Zeiten gab es halt auch. Okay. Ja. Und wer war dann, kannst du das auch sagen, bei welchem Trainer war das halt nicht so, oder sagst du, boah, das war jetzt nicht so cool? Welche zwei, drei? Jaro Walter war jetzt einer, war ein Tscheche gewesen, der war immer, also er wusste es immer, wenn er mit seiner Jeans aufs Eis gegangen ist als Trainer, dann wusste es, er hat gestern Abend noch ein Bierchen getrunken. Das ist völlig auch irgendwie irre gewesen. Der war jetzt, hatte ich jetzt nicht so unbedingt weitergebracht, so als... Aber da verliert man auch schnell. Ich meine, gerade als Trainer sind ja diese Führungskräfte, wie war das bei dir? Ich fand halt, sobald dieser Respekt schwindet, also wenn du dann zum Beispiel, du weißt das, okay, alles klar, hier Jeans auf Hose, gestern Abend, dann hast du doch keinen Respekt mehr vor diesem Trainer, oder? Dann verlierst du doch schnell
Also verlierst du auch schnell die Mannschaft. Also so habe ich das immer empfunden. Ja, das haben wir aber immer, also die, im Endeffekt ist ja dann doch die Mannschaft, die auf dem Spielfeld dann auch versucht, die Sachen auch zu regeln oder nicht zu regeln. Und wenn du die dementsprechenden Charakter hast, dann hast du trotzdem immer ganz gut gelöst bekommen. Also weil im Endeffekt ist es ja so, der Trainer, klar, gibt ja jetzt was vor, aber wenn du jetzt gefühlt intern irgendwie noch was anderes spielst, weil du einfach denkst, dass es besser ist, dann hat man das ja auch mal gemacht. Also das ist ja, und wenn er das eh nicht mitgekriegt hat, nein, dann kannst du das nicht gut sein. Aber ich habe noch eine kleine Überraschung, weil du meintest ja, zu deinen Top 3 gehörte auch Don Jackson. Jetzt, warte mal. Jetzt hast du von Donny irgendwas. Warte. Das ist ja stark. Hi, Svenny. It's Don Jackson here. And there was a question posed to me that when you think about your time with Sven Felski, what were the formative memories? And, you know, Sven and I were together for a short time when I arrived in 2005 to be assistant with the Eisbären for their first championship in Berlin. Then I went to Dusseldorf where we played Berlin in the finals. And we were in game three of best of five, up 2-1 in game three. And it was Svenny who stole the puck and turned the game around to win 5-2 and finish the series in the second championship for Berlin. And Sven was an important player. And in the big games, he had big impact. And we called Svenny a big game player. And he was a player in the comeback versus Cologne when we pulled our goalie, who was the net front screen for the shot from Darren Quint to tie the game. And we won in overtime for Berlin's third championship. Svenny was the player who played defense for us because of injuries in the first Champions Hockey League victory, formerly European Trophy, and did it with a great attitude. And he was the player whose goal production was consistent throughout his whole career in Berlin. And the player outside of Mats Christensen who came to with us in Munich, who together with me won the most championships. So big game player is the best and biggest title that I can assert to Svenny, and always a pleasure to meet those guys that we've won championships together with. So hope you guys have a great day, and thanks for having me on. Boah, ja. Das ist geil. Das ist geil. Wenn sowas freut sagt. Mich, da krieg ich ja gleich Pippi in die Augen. Nee, finde ich gut. Also finde auch gut, dass er das so rausfiltert. Also, das sind ja auch so, siehst du, da sieht man mal, wie ein Trainer dann auch eigentlich tickt. Er sagt ja Big Clear irgendwie bei Big Spielen irgendwie. Und das ist wirklich auch mein Thema mal gewesen. Weil, also ich fand jetzt nicht wichtig, dass, also klar ist jetzt ein Spiel 23 in der Saison auch wichtig. Jetzt auch immer um 3 Punkte. Ja. Aber wenn es um die Wurst geht, dann finde ich, dann muss man halt da sein. Ja, weißt du so? Und dann, genau. Weil da gibt es immer welche, die sich dann auch verstecken, die großen Helden, die besten Hände und die schönsten Tore in der Vorrunde schießen. Aber wenn es um die Wurst geht, wo immer alles eng ist, dann musst du halt da sein. Wenn es um was geht, dann musst du da sein. Ja, genau. Ist auch so. Also dann kannst du auch nur gewinnen irgendwie. Also, also wenn so ein Trainer, ich sag mal, der hat ja nun echt viele Titel eingefahren und sagt, hey, Sven ist ein Big Game Player. Also da kriege ich ja selber Gänsehaut. Ist einfach, ist schon. Freue mich auch total. Super. Und also das ist. Leite ich dir weiter. Finde ich sehr cool. Jetzt einfach mal auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, jetzt so 2, 3 Fragen, die du sicherlich ganz oft, die kriegst du immer gestellt, aber ich will sie zumindest auch kurz stellen. Wir können sie auch kurz durcharbeiten, weil sie sind ja trotzdem auch wichtig, wenn man dich halt auch näher kennenlernen möchte. Du hattest bis auf 1992, da hattest du die Rückennummer 10, ansonsten hattest du immer die 11. Warum immer, da hängt sie auch in der Hall of Fame, warum immer die 11? Das ist total einfach zu beantworten, echt wirklich. Also ich habe mit 11 angefangen, Eishockey zu spielen, habe auch mein erstes Shirt im Nachwuchs in der 11 gehabt und ja, da war die 11 klar für mich, dass die 11 die 11 ist. So. Ja. Das einzige Problem war halt mit Scott Metcalf, der halt, wo ich in den Profibereich gekommen bin, eher die 11 hatte und noch ein Jahr da war. Okay. Und als Scotty dann... Meine. Genau, die wurde mir dann aber auch übergeben von unserem Betreuer oder Bernd Kahnbauer, werde ich nicht vergessen, der gesagt hat, Felle, jetzt hier ist jetzt deine Elf wieder und ja, war die Elf. Cool, geil.
Bürgermeister. Ich sag mal, wenn selbst Klaus Wowereit dich als Bürgermeister anerkennt, warum Bürgermeister? Das ist eigentlich auch eigentlich ein ehemaliger Mitspieler, Jeff Tomlinson. Mit dem bin ich, der übrigens jetzt auch in der Schweiz Trainer ist, in Kloten. Wir haben ja zu der Zeit auch alle in Hohenschönhausen noch gewohnt, sind wir oft auch logischerweise in Hohenschönhausen durch die Gegend marschiert. Und der hat mir dann in der Kabine gesagt, Felle, es geht mir tierisch auf den Sack. Mit dir macht es keinen Spaß, hier in Hohenschönhausen lang zu laufen oder irgendwie so. Du bist ja hier der Bürgermeister. Okay. Weil jeder Zweite, ich habe es ja gar nicht bewusst mitbekommen, irgendwie jeder Zweite hat wahrscheinlich gesagt, Mensch, Felle, grüß dich, wann kommst du wieder zum Bäcker oder keine Ahnung, irgendwie so. Und der hatte ja nicht kapiert, wie sowas eigentlich so sein kann. Und das hat er irgendwie komplett in diese Kabine getragen. Und dann war das halt, ist das halt irgendwie so entstanden. Und dann hast halt, wo wir auch gesagt, Mensch, der Bürgermeister grüßt den Bürgermeister. Also geil. Hat sich das weiter verbreitet. Ja. Gute Nummer. Welche Rituale, also hattest du Rituale? Hattest du irgendwelche Macken dann, Rituale hattest du bei dir als Spieler? Ja. Ja, aber also ich weiß jetzt nicht, was, also es gibt ja Spieler bei uns. Ja, die haben den linken Schuh anziehen. Ja, aber es gibt ja, also ja, habe ich gehabt, definitiv so den gleichen Ablauf, den hat man immer gehabt, also vorm Spiel irgendwie und dann das gleiche Aufwärmprogramm und so weiter, also das hat man schon gemacht, aber es gibt ja auch welche, die haben ja Rituale, um Gottes Willen. Also da habe ich mir gedacht, sag mal, wenn du eins vergisst, fängst von vorne an oder ist das Spiel schlecht oder wie machst du denn? Weil die haben so viel gehabt, also eigentlich immer versucht, eigentlich alles normal so zu lassen, aber jetzt auch nicht anzufangen. Also ich muss immer an der Wand links lang laufen und hinten muss ich dann nochmal irgendwo hinhauen. Oder, also das jetzt auch nicht irgendwie. Kein Glücksschlüpper, den immer angefangen. Nein. Ich war so durchgeknallt. Echt? Ehrlich. Ja. Immer den gleichen? Ja. Echt? In meiner Magdeburger Zeit habe ich angefangen und dann haben wir ein Spiel gewonnen und dann hatte ich immer den gleichen Glücksschlüpper. Und ich habe dem Zeugwart gesagt, nicht waschen. Ich habe immer den gleichen Schlüpper angezogen. Total geisteskrank, aber das war so. Bis wir mal irgendwann verloren hatten. Aber wir haben in dem Jahr, es war unser Rekordjahr. Also wir sind als Rekord, da sind wir aufgestiegen. Also das war Baller, Baller. Aber ja. Gut, okay. Also ich kann mich zum Beispiel, ich weiß nicht, Philipp Gugula ist ja auch ein Spieler der Nationalmannschaft. Der hatte auch so ein Faible gehabt, immer, das wusstest du aber auch, der musste immer links irgendwie mit dem Gang an der Wand langlaufen. Genau. Kannst du dir vorstellen, wenn wir in Köln gespielt haben, also das war ja mal so mein Thema, den habe ich vor dem Spiel schon, ich gehe jetzt links an der Wand lang, wenn der da, das geht nicht, der muss weg von der Wand und dann wusstest du auch, der war raus. Das, wirklich, sie haben, das ist ja Gugi, jetzt hau mal ab hier, ich gehe hier mal links lang, habe ich ja nie gemacht, aber dann ist der rübergegangen und wusstest, der ist raus. Geil, also einfach, ja, ist doch gut zu wissen, ne? So, genau. Gut zu wissen, gleich mal zack. Also too much, glaube ich, ist auch nicht so gut. Also ja. Wenn dann, nee, das ist ja dann auch, das lenkt ja dann auch ab, aber so ein paar Sachen, ja, irgendwie ist man dann so drin in seinem Fokus. Nee, also, aber so rechte Schuhe, glaube ich, habe ich immer zuerst angezogen und auch zugemacht, so ein paar Sachen, aber jetzt nicht, dass ich jetzt nur, habe ich jetzt noch alles, irgendwie habe ich irgendwas vergessen, das jetzt noch nicht. Ah, okay. Und 2012, auch ein Ereignis, was ja auch bemerkenswert ist, du hast den Verdienstorden des Landes Berlin erhalten und kriegt ja jetzt auch nicht jeder. Ist die höchste Auszeichnung für Einzelpersonen und du hast sie bekommen. Wie war das? Also ich habe mich riesig gefreut. Also ich weiß, was ich extrem finde, dass du während der Karriere ist es eigentlich so Preise und sowas alles. Ja. Ich bin jetzt nämlich auf Preisfang, um Gottes Willen. Also, aber ich fand es eigentlich interessant, dass man nach einer Karriere bestimmte Sachen gewürdigt bekommt. Und das ist ja eine so eine Sache. Und da bin ich ja nicht davon ausgegangen, dass sowas mal passiert. Aber das war schon groß, irgendwie im Roten Rathaus da anzutreten und sich da... ja, das war schon eine Ehre. Muss cool. Sagen. Also, da habe ich mich auch total gefreut. Weil daran sieht man ja auch, dass das, was man gemacht hat, auch der Stadt Berlin, sage ich jetzt mal, jetzt nicht einfach so vorbeigelaufen ist, sondern dass die das dann auch mal. Das ist eine Riesenanerkennung. Genau, eine Anerkennung für deine Arbeit eigentlich für über die Jahre. So. Wir haben zu den einzelnen Kapiteln, das war jetzt auch, das muss man sagen, das war, ist auch mit das Umfangreichste gewesen, haben wir aber immer so Entscheidungsfragen. Einfach dann, um das noch so ein bisschen aufzulockern, du kannst immer nur sagen, so oder so. Und ja, schau mal, es sind drei Stück. Und zwar hat dein ehemaliger Geschäftsführer Billy Flynn gesagt, Felle ist ein Vorbild. Kein Spieler hat für seinen Club in der Stadt Berlin mehr geleistet als er. Stolz oder Bürde? Stolz. Karriereende, Traum oder Albtraum?
Also Traum, ganz klar Traum. Ja, also schön. Das ist ja, haben wir vorhin schon gesagt, also wenn du so eine Geschichte schreibst, also das schreibt auch wirklich nur der Sport, dann kann er nicht besser laufen. Also, ja, ja, also. Cool. Ist jetzt ein bisschen hypothetisch, aber die Frage stelle ich trotzdem, wenn zum Beispiel mal Berlin nicht die Lizenz bekommen hätte zu spielen. Also für welchen Verein würdest du lieber spielen? Augsburger Panther oder Frankfurt Lions? Also Augsburg habe ich, ich habe sehr gerne in Augsburg gespielt, weil die mich immer ausgepfiffen haben in Augsburg. Deswegen habe ich das geliebt, in Augsburg zu spielen. Das hat mir eigentlich immer noch ein bisschen angespornt. Frankfurt ist auch so eine eishockey-kranke Stadt. Irgendwie. Hat auch immer total Spaß gemacht. Warum haben die dich dann ausgepfiffen? Ja, keine Ahnung, weil sie mich nicht leihen konnten. Irgendwie. Weil du zu gut warst. Oder? Keine Ahnung, irgendwie. Ja, ja, aber ja, weil ich eigentlich auch dazwischen gehauen hat, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, aber Augsburg war immer cool, hat immer Spaß gemacht. Aber jetzt eben kann ich nicht sagen, also Augsburg war schon geil. Okay, cool. Schön. Anderes Thema, ich sag mal, wenn man die Eisbären sieht und dich, das ist ja wie eine Symbiose, irgendwie beides ist gewachsen, beides hat extrem voneinander profitiert und ich sag mal, du bist von Jugendspieler bis, ja, ich habe es vorhin am Anfang gesagt, lebende Legende. Ist einfach so, du hast so viel für diesen Verein geleistet und auch erreicht. Das ist krass. Und Berlin ist ja auch brutal gewachsen. Ich habe jetzt zwei unterschiedliche Aussagen mal gelesen, vom Prügelknaben der DEL zum Rekordmeister oder halt auch vom BFC-Stasi-Club zum NHL-Franchise-Unternehmen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich komme selber aus dem Osten, also das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Aber diese Entwicklung ist total spannend und du selber hast ja auch zwei Systeme kennengelernt. Du hast einmal die sozialistische DDR in deinen Jugendjahren und hast dann den kapitalistischen Westen kennengelernt, dann von, vom Jugendspieler zum Erwachsenenspieler. Wie war das denn für dich, so dieses ganze, diese Rad, ich sag mal, da sind ja Extreme gegeneinander geprallt. Also als allererstes, ich glaube, die Ausbildung zu DDR-Zeiten, also die möchte ich niemals missen. Also weil das war wirklich, also wirklich eine perfekte Ausbildung für das, was du gemacht hast. Also ich habe ja davor noch Eiskunstlauf gespielt, getanzt oder wie auch immer, also Eiskunstlauf gemacht. Und selbst da hast du halt die Ausbildung immer perfekt auch bekommen und die möchte ich wirklich nicht missen. Ich glaube aber auch, dass man dadurch, dass man ja in der DDR so ein bisschen auch eingesperrt war, dass das für mich immer das absolute Ziel war, mich so zu entwickeln, dass man vielleicht irgendwann mal dadurch die Möglichkeit hat, auch international unterwegs sein zu können. Das war eigentlich so das Hauptthema. Da war ja noch nicht an Profi-Eishockey oder sowas zu denken, weil es war ja, hätte ja auch sein können, dass du einfach jetzt mit der DDR-Nationalmannschaft dann irgendwann mal unterwegs bist. Nach der Wende war es natürlich dann relativ dann auf einmal so die Tür aufgestoßen, der Weg offen für eine mögliche Profikarriere. Also das hat sich ja dann viele Sachen dann auch erstmal so entwickelt und klar, mit immer Steine, die erstmal aus dem Weg geräumt werden mussten für den Verein oder für einen selber auch irgendwo, aber sag mal, wenn man dann sieht, wie der Verein dann auch gewachsen ist, mit Anschütz, die dann dazugekommen sind, die dann auch eine riesen Halle gebaut haben, was, glaube ich, auf eine Art schade ist, weil der Welbeck-Palast war auch speziell, muss man ja auch mal sagen, lauteste Halle überhaupt, die unsere Fans brauche ich auch nicht erwähnen, die sind ja immer irre, also die sind ja elementar wichtig und immer da, aber auch um dich weiterzuentwickeln als Verein, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass du eine große Arena auch hast, um als auf Club-Ebene auch einfach mitmachen zu können. Und da sind so viele Baustellen, die dann auch passen müssen, dass du dich als Verein auch weiterentwickelst, ganz klar. Das war ja auch, ich bin ja auch damals dann in Magdeburg dann auf die Sportschule gekommen. Das wurde ja dann in den alten Bundesländern, wurde das ja gar nicht so wahrgenommen, dass wir eigentlich gerade im Osten, was wir da auch schon hatten an diesen Internaten, auch so, zum Beispiel das Internat war, die Sportschule war das Stadion, es war alles, es war ja in Hohenschönhausen, dann das Sportforum ist ja ähnlich gebaut. Ich meine, du hast ja alles auf einem engen ja, Radius, alles eng zusammen so. Und deshalb, du hast es gesagt, du würdest das nicht missen. Was war dann da für dich dann das Besondere dann in dieser Jugendausbildung?
Na, also erstmal, so wie du gerade sagst, also die Sportler, egal was es jetzt, wenn wir jetzt mal vom Sportfonds Berlin sprechen, dann die Sportler, die wurden ja entweder nach Berlin delegiert, kamen halt aus dem Norden, aus Rostock oder wie auch immer, um eine bestimmte Sportart da zu machen. Und dann haben die halt auch alles gehabt, so Internate und Schule. Und was ja auch absolut wichtig ist, dass es halt alles auch komprimiert zusammen ist, ja, meiner Meinung nach. Und nur so kannst du dann natürlich auch was erreichen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, die erste deutsche Meisterschaft, die wir gefeiert haben, war wirklich im Juniorenbereich. Die Mauer fällt, wir spielen das erste Jahr bei Westdeutschland mit und sind deutscher Meister geworden. Also, weißt du, wo mit zwei Vereinen, die wir waren, das liegt ja nicht daran, dass wir die tollen Typen waren, sondern dass wir einfach vielleicht eine ganz gute Ausbildung genossen haben, ja, so technisch. Und das, glaube ich, ist, dass wir auch alle mal gefühlt ein Ziel vor Augen hatten. Also wir können nur irgendwie international vielleicht mal unterwegs sein, wenn wir selber, also die, die dann da gespielt haben, wenn sie sich darum bemühen, auch das zu machen, was hier gefordert wird. Wer war im Jugendbereich dein Idol? Hattest du ein Vorbild? Naja, das war ja jetzt ein bisschen anders bei uns, weil, also wenn du jetzt in DDR-Zeiten siehst, dann hast du natürlich aus zwei Mannschaften jemanden auswählen können, waren ja nicht mehr. Also klar gab es da ein paar Spieler, die du jetzt gut fandest irgendwie, aber ich habe jetzt auch nicht geguckt nach NHL oder nach keine Ahnung wo. Das, okay, das war jetzt, weil das noch nicht möglich war? Weil, oder genau, weil es noch nicht möglich war. Also das war so weit weg gewesen irgendwie. Ja. Ich habe jetzt nicht nach Kölner Haie oder Düsseldorfer EG geguckt, irgendwie so. Warum auch? Also ja, hast du ja gar keinen Bezug gehabt dazu. Okay, okay. Ja, interessant. Welchen Stellenwert hatte denn das Eishockey? Weil du hast gerade gesagt, zwischen zwei Mannschaften. Also viele werden das ja gar nicht wissen. Also ich habe das damals, ein Freund von mir war Matthias Frenzel, sein Vater war auch Eishockeyspieler. Auch ein guter, ein richtig guter. Auch ein sehr guter, genau. Und ich habe dann in Wolfsburg, hatte mir dann damals mal erzählt, boah, zu DDR-Zeiten hatten wir nur zwei Mannschaften in unserer Liga. Ich denke, wie zwei Mannschaften in eurer Liga? Aber ist doch geil, bist du immer Vizemeister. Ja. Und du kannst nicht absteigen. Bist aber auch Vorletzter, also je nachdem, wie du das halt sehen willst. Aber das ist ja Wahnsinn. Also das, für die es halt nicht wissen, also es gab dann wirklich, dann 1970 war das, glaube ich, ne, hat dann das Regime gesagt, die Liga wird eingestellt. Und aber Erich Mielke war trotzdem auch Eishockey-Fan, hat gesagt, wir können Eishockey nicht komplett einstellen, oder? Wie genau, war das? Genau so war das. Also der war Eishockey-Fan und der hat gesagt, du, egal was ist, also zwei Mannschaften lassen wir, die spielen halt gegeneinander und die aus Rostock und keine Ahnung, irgendwie, die werden jetzt da aufgeteilt und dann spielen die in den zwei Vereinen weiter. Also das war schon, und das war ja bis Grenzöffnung, also bis 89 hast du mit zwei Mannschaften gespielt. Ja, krass, aber du hast trotzdem ein Interesse für diesen Sport entwickelt, wenn dann, obwohl dann nur zwei Mannschaften waren und da war sicherlich, oder war dann trotzdem diese öffentliche Präsenz dann auch da? Also wie war das? Naja, also in der ersten Mannschaft war die schon da, ja, klar, irgendwie. Eigentlich ist das ja total skurril. Ich meine, du spielst jedes Wochenende gegen die gleichen, weißt eigentlich, was der Rückhand oder Vorhand schießen kann oder ja, dass er, keine Ahnung, bestimmte Tricks halt nur kann. Also das ist ja völlig irre gewesen. Ja. Und trotzdem hast du dich ja dann immer wieder gebettelt mit denen und dann hast du dich versucht, da halt, auch wenn es immer nur der gleiche Gegner ist, gegen den auch durchzusetzen. Hat ja auch was Spezielles gehabt. Ja, die waren ja auch nicht schlecht, ne? Nee, super. Die Nationalmannschaft, die war ja trotzdem, die waren ja, wenn du ja überlegst. Fünfter, Sechster in der A. In der Welt. Also das ist ja schon beeindruckend. Absolut. Also ja, finde ich auch. Also mit zwei Mannschaften, wenn du da auch die Amis und die Finnen und so früher weggedrückt hast. Also. Aber wie du gerade sagst, der Frenzel und so, das sind ja Ausnahmetalente gewesen. Also, der war ja unglaublich. Ja. Weißt du, so eine Talente haben wir ja gehabt und deswegen hat das ja auch funktioniert international. Ist ja auch so, ich meine, ist ja dann wieder die Parallele auch zum Fußball, wenn du dann siehst, dann Sparwasser und Streich und Pomerenke, also wer da alles war und die durften ja dann nicht raus, also das wären ja Weltklasse-Spieler, das waren ja Weltklasse-Spieler und die wären ja noch mehr, wenn sie vielleicht dann ja, guck auch dir, international guck spielen. Guck dir im Endeffekt an, nach der Wende, wenn wir jetzt mal kurz beim Fußball bleiben, ich meine, Andi Thom oder Thomas Doll und so, die ja dann alle sofort auf Fuß gefasst haben bei anderen Vereinen. Klar, ja. Die sind ja sofort, auch nicht, weil sie jetzt. Matze Sammer, Ulf Kirsten, ja, ja, wenn genau, du überlegst, die haben ja alle genau, Top-Ausbildung. Und genau, das meine ich ja. Die haben ja, die waren ja nicht Superspieler, weil sie einfach Glück hatten, sondern weil sie einfach gut ausgebildet wurden. Ja, interessant.
Dann 1995 kam ja dieses Bosman-Urteil. Du bist 92 dann in den Profikader mit aufgerückt. 95 kam das Bosman-Urteil. Bis dahin, also haben wir vorhin gesagt, wart ihr ja sozusagen irgendwie auch jetzt eine Mannschaft, die eher im unteren Bereich war, Prügelknabe war, die immer kassiert hat. Und dann wurde aber aufgrund des Bosman-Urteils die Mannschaft fast komplett getauscht. Du bist geblieben und dann kam der Erfolg. Ist das... Ich meine, war das dann alles nur, war das dann cool? Weil mit dem Erfolg wurde natürlich auch mehr Invest. Ich habe es nur gelesen, deswegen frage ich dich, dass ihr auch öfter mal am Rande der Insolvenz standet. War das dann zu dem Zeitpunkt so? Hat euch das dann, hat dich das belastet? Ja, also das war vor 95 war das tatsächlich so, weil du konntest ja durch dieses Bosman-Urteil hast du sicherlich dann auch diese Italo-Kanadier oder wir haben ja Govedaris, war so ein Greek-Kanadier, also ein Grieche gewesen, wo er sagte, jetzt spielen die Griechen auch schon Eishockey. Also das ist ja völlig irre. Was ist denn jetzt hier los? Aber also für den Verein war das gut, dass man halt auch qualitativ bessere Spieler auch mal holen konnte, die jetzt auch gar nicht so viel Geld gekostet haben, weil die konntest du ja dann auch suchen selber, wie du sie brauchtest. Also wenn einer durchgedreht wäre, wahrscheinlich finanziell, dann hätten sie auch gesagt, okay, dann nehmen wir halt den Italo-Kanadier irgendwie. Ich persönlich fand das eigentlich eine schwierige Zeit, weil da gab es dann auch in unserer deutschen Liga auch nur eine Regel, dass man nur 5 Deutsche auch unter Vertrag nehmen muss, was ich jetzt irgendwie dann in einer deutschen Liga schon wieder extrem schwierig finde. Ja. Und dann weiß ich noch, dass Dirk Perscher, der jetzt mittlerweile Betreuer ist bei den Eisbären, dass der dann unter anderem halt auch einer von den 5 noch war und dann hast du auch noch einen anderen Betreuer gehabt, der war dann auch einer von den 5, weißt du, wo du sagst, okay. Also irgendwie ist das jetzt ich komisch. Spieler, ja, so, und also bist du eigentlich als Deutscher in deiner eigenen Liga eigentlich war Pflicht, dass du 5 hast. Mhm. So, also eigentlich war es andersrum, im Fußball war es glaube ich dann so, irgendwann, du durftest halt 5 ausländische Spieler dann haben. Klar, mit dem Bosman-Urteil wurde das dann mehr, aber dann Nicht-Europäer wurde noch ein bisschen eingeschränkt. Und ja. Also es hat jetzt nicht, also für den Verein war es natürlich ein totaler Vorteil, weil du qualitativ bessere Spieler holen konntest von überall her. Aber für die Tradition und für diese Eigendynamik von jüngeren Spielern irgendwie mit einzubauen, irgendwie, das war eigentlich komplett das komplette Gegenteil. Also Jan Scherz und ich, wir waren gefühlt die Einzigen mit dem Perschi noch zusammen. Und wir sind aber auch Unterschiede von, sage ich jetzt mal so 8 Jahre, oh, wenn du so willst, weißt okay, du so. Also so, dass jetzt ein Jahr Jüngeren, ein Jahr Älteren oder sowas, 2, 3 noch um dich um hattest, war nie gegeben. Und wie war das dann, hattest du zu dem Zeitpunkt, als ihr dann so finanziell so angeschlagen wart, hattest du dann so Gedanken, so boah, okay, ich muss vielleicht auch mal was anderes machen? Oder war das dann, oder war das nicht so schlimm? Nee, das war für mich primär ja nicht so im Kopf, ehrlich gesagt. Also ganz ehrlich, das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, du, also jetzt haben wir hier schon wieder Probleme irgendwie. Das habe ich eigentlich wahrscheinlich zu naiv noch eigentlich gesagt, ja, das wird hier schon irgendwie. Also ja, okay, du bist ja jetzt hier, dann kriegst du doch, genau, dann kriegst du doch aber auch dein Geld irgendwie so, das wird schon alles irgendwie. Also das war gar nicht so. Apropos Geld, dann kam ja 99, hattet ihr, oder nicht du, aber der Verein hatte irgendwie 16 Millionen D-Mark Schulden und dann kam 99 die Anschütz Entertainment Group. Du hast es vorhin schon kurz angedeutet. Ich glaube, mit diesem Engagement hat sich ja ganz, ganz viel geändert. Ne? Ich sag mal, das ist ja ein Weltunternehmen, der hat mehrere Profivereine oder hat diese Entertainment Group unter in der Kooperation. Ich glaube, die Los Angeles Lakers, die LA, die Lakers, genau, LA Galaxy und die LA Kings. Also das ist ja Wahnsinn, was der für Vereine hat. Und dann ganz viele Eishockey-Vereine hat er auch noch, ja, okay, die er jetzt alle so wieder auch abgegeben hat. Aber ja, da waren ja mehrere, also in unterschiedlichen Städten in Europa. Also das, ja, also für den Verein war das tatsächlich total wichtig, dass du jemanden findest, der sich damit committet, der da einfach auch sicherlich auch im Zusammenhang immer mit der Arena, die er ja auch bauen wollte, ja, was ja, also sind ja mal so 2 Sachen, weißt du, der hat jetzt die Eisbären auch mit einbezogen gehabt in die neue Arena, aber er wollte natürlich auch primär auch seine Arena bauen, ist ja auch klar. So, das verstehe ich auch irgendwie. Oder dieses ganze Areal, das ist ja ein neues Stadtbild eigentlich. Das ist ja ein Stadtteil, der ist ja neu, da gab es früher nur Gleise. Also von daher ist das schon ziemlich cool geworden an der Easter Gallery irgendwie. Also das ist ja, der ist ja auch nicht doof.
Nee, also der hat anscheinend ja, nicht. Der hat ja also dieses Gelände gekauft, um einfach eine neue Arena zu bauen, um ein neues Stadtteil zu integrieren in Berlin und dann auch gleich in Verbindung mit Sport dann auch jemanden mit einzubauen. Ne? Für ihn ist das ja natürlich auch ein Invest gewesen, aber konntest du ihn mal, hast du ihn mal persönlich kennengelernt? Ja, dreimal. Ich war einmal mit ihm essen gewesen hier in der Leipziger Straße. Glaubst du gar nicht, völlig entspannter Typ. Echt? Also ja, völlig, also würdest du auch nie ansehen, dass der mal 5-3. Mann der Welt war. Also ja, das ist völlig, also total entspannt, deine Frau auch total entspannt irgendwie. Also das war wirklich schön, die mal persönlich auch kennenzulernen. Das ist auch einer, der in der Fankurve auch mal reingegangen ist. Ach echt? Also hat er sich damit auch echt identifiziert? Also war es für ihn nicht nur so ein Invest, nee, sondern der war halt auch... Das fand der cool. Also der hat ja wirklich zwischen den Fans, also die Fans wissen es wahrscheinlich gar nicht, aber der hat auch dazwischen gestanden und hat auch einfach, da wollte nicht mal so live mit erleben, was hier eigentlich passiert. Okay, das ist immer ein Statement. Ja, dann ist das nicht nur aus Amerika, hey, ich gebe mal ein bisschen Kohle, sondern... Nee, also der hat sich damit identifiziert. Also fand der, hat auch immer nachgefahren, Eisbären und ist auch dann mal... Wenn er nach Berlin gekommen ist und die Ringe verteilt hat, das hat er auch eingeführt, so eine Meisterringe, die, wie bei der NHL, die hat er dann auch selber verteilt an die Jungs und oder seine Frau. Also das hat er schon gemacht. Also. Wie viel hast du dann? Also klar, du hast 6 Meisterschaften, aber hast du... Ich glaube, 5 haben wir. 5 haben wir bekommen, 1 haben wir mal doppelt gekriegt gehabt. Also für 2 irgendwie, weil das irgendwie immer nicht funktioniert, aber das ist völlig okay. Das ist aber echt mega, das finde ich cool, finde ich schon wieder stark so, weil klar, sonst sagen die immer, ist ja jetzt auch im Fußball, boah, diese Investoren und ich glaube, es ist ja wie überall, es gibt die und es gibt die, Guten und es gibt aber auch die sagen, diese Heuschrecken. Ja, dann können wir dann sagen, das ist kein Heuschreck, das ist einer der Guten, also wirklich, der hat sich für die identifiziert. Das ist super. Dann seid ihr, du hast es auch gerade erwähnt, ihr seid umgezogen, aber es ist ja trotzdem auch interessant, der Wellblechpalast. Ihr seid von 4.900 Zuschauern zu dann von Fassungsvermögen 14.000. Wie, du hast ja gesagt, das war die lautstärkste Halle. Wie war das dann für dich? Also auch dieser Umzug aus deinem Wohnzimmer, aus deinem, dann in die große Halle? Also ich glaube, das war schon ein Risiko gewesen. Also wenn du so 4.500 oder sagen wir mal 5.000 Zuschauer eigentlich beim Spiel hast, die auch immer kommen und dann sollst du eigentlich gefühlt fast das Dreifache an Zuschauern generieren. Das ist ja gar nicht so einfach. Aber ich glaube, das hat der Verein wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Also dass er erstmal auch dieses Eventpublikum mit einbezieht, dass man das auch, das war ja über Jahre, war das ja ausverkaufte Ding. Jedes einzelne Spiel, ob das ein Dienstag oder ein Freitag war, das war einfach so. Und ich habe mich natürlich auch gefreut, dass wir haben ja so eine extrem große Fanbase. Also das muss man immer wieder betonen. Das ist völlig krank, was bei uns da passiert. Also das ist, wie viele Leute mit Eisbären, das ist wirklich eine Marke in Deutschland. Also das muss man ja wirklich so sagen. Viele waren traurig, dass man raus ist aus diesem kleinen Wellblechpalast, wo jeder den anderen auch hören konnte. Aber dass halt viele das auch mit übernommen haben und dann jetzt auch weiterhin dort auch da sind. Ja, das ist ja in der Tat so. Aber ist das diese Ost-Identifikation oder geht es jetzt mittlerweile auch schon über die Grenzen hinaus? Also ich glaube schon, dass es mit Dynamo auch noch viel zu tun hat. Ja. Also dass viele, also klar, ist der Generation, der Ostverein schlechthin. Ja, also Generationswechsel kommt ja auch immer jetzt. Ich meine, meistens sind ja jetzt die Kinder mittlerweile schon dann da, wenn die Eltern vielleicht nicht mehr so richtig brüllen können. Irgendwie ist ja so. Irgendwie, aber ich glaube, es hat schon so ein bisschen Ostmentalität noch, weil einer der wenigen Vereine, die es wirklich auch geschafft haben, sich zu etablieren. Also ob das jetzt, guck mal, kannst du beim Fußball kannst du sagen, Dresden ist so ein Verein, so ein, helf mir. Union sowieso, klar. Ja. Also es gibt ja nicht viele. Nee, so viel gibt es nicht. Deswegen, so. Also es ist dann, deswegen. Ist auch, guck mal, mein Vater, also der, als ich ihm erzählt habe, dass du heute kommst, der war ganz, ganz hibbelig, weil die sind ja dann auch, die waren im Valley waren die und der war dann aber auch jetzt, die machen immer so 2-mal im Jahr, machen die so eine Tour nach Berlin. Da kommen die dann zu euren Spielen, stehen dann in der Kurve und dann nachmittags ziehen sie noch ein bisschen um die Häuser mit ihrer Männertruppe. Also das ist natürlich auch, Berlin bietet natürlich auch brutal viel. Ne? Und das haben die Eisbären natürlich mega geil aufgebaut und dann auch inszeniert mittlerweile. Also den Song, der ist natürlich, ich kenne den, weil mein Sohn die ersten 2 Jahre wollte der im Auto immer, hey, wir wollen die Eisbären singen. Das wollte er immer hören.
So, das ist ja... Naja, bei jeder Skihütte hörst du den ja auch. Oder? Also, das ja, kann jeder mitsingen. Mit das stimmt. Aber ich glaube, dass diese Ostmentalität, dass man sieht, dass auch Ostvereine sich da auch etablieren können, wie auch immer, also einfach hinbekommen, das hilft da schon. Okay. Also ihr habt einen Zuschauerschnitt von, das fand ich jetzt nochmal einen interessanten Fakt, also die Eisbären haben einen Zuschauerschnitt von 12.000 roundabout, ist in Europa Platz 3, hinter St. Petersburg mit 13.000 und Bern 16.000. Ist diese Schweizer Liga, geht es da so ab oder was ist da los? Der Bern hat erstens mal so ein großes Stadion. Okay. Das ist das Erste irgendwie. Die haben ja viele gar nicht so ein großes Stadion. Und Bern ist auch so eine Eishockey-verrückte Stadt, muss man wirklich sagen. Okay. Also wie Mannheim eigentlich auch oder Berlin. Ja. Also das ist ähnlich. Und da gehen auch viele Leute. Deswegen ist da auch in der Schweiz auch oft in Bern dann Weltmeisterschaft zum Beispiel. Weißt du so? Okay. Weil du in dieser Stadt einfach Eishockey bekloppt hast. Ja. So. Okay, aber du musst ja erstmal diese Stadion haben. Ja, klar. Weißt du? Das, ja. 16.000 ist ja nun auch ja, ist eine Menge. Ja. Wo steht denn die deutsche Liga im Vergleich zu den anderen Ligen? Oder was sind denn die, klar, Amerika, aber was sind denn die anderen Top-Ligen? Welche sind denn da die Top-Ligen? Ja, also, ich meine, Skandinavien, ja nicht Schweden, sondern Skandinavien ist immer, die können alle Eishockey spielen, ja. Weil die haben ja dass die Technik und Schlittschlauftechnik und so, also die sehr technisch versierte Nation, also Schweden, Finnland und so, das ist schon echt krass. Tschechen auch immer gut irgendwie. Aber ich glaube, dass wir mit unserer Liga gar nicht so schlecht dastehen. Also wir haben auch, glaube ich, auch sind näher rangerückt an die anderen Ligen auch. Ja. Also Russland sowieso, KHL ist ja auch. Die sind bekannt irgendwie dafür. Also Amerika, Russland, Skandinavien, das sind so die Top-Ligen. Und dann kommt schon auch Deutschland. Ja, doch, da sind schon viele gute Spieler. Haben die Eisbären, gibt es da eine Kooperation dann auch mit diesen LA Kings? Also gibt es da einen Austausch auch im Bereich? Also ehrlich gesagt, das weiß ich relativ genau. Der Verein, der muss sich eigentlich, oder nicht muss, sondern die committen sich auch jeden Monat eigentlich telefonisch. Oder fahren auch oder fliegen auch mal rüber, okay. Irgendwie so, dass man da, also da geht es dann eher um Zahlen, irgendwie, ja. Klar. Aber das, also der Austausch ist absolut da, okay. Definitiv. Und das ist auch gut so, glaube ich. Also wenn du jetzt so einen Partner hast, dann macht es ja auch Sinn, wenn du mit dem auch kooperierst. Ja. Was kann man da ein Beispiel nennen? Was kann man da zum Beispiel mitnehmen aus Amerika, was dann für Deutschland dann gut ist? Ja, das muss jetzt gar nicht unbedingt nur der Spieler sein, aber ob das jetzt das Ticketing ist, weißt du, wie du das vielleicht anders aufziehen könntest, ja. Was du eigentlich für Sachen machen könntest, wie das bei den Kings gemacht wird zum Beispiel. Mhm. Das sind ja so Sachen oder keine Ahnung, wie man eine Kabine gestalten kann, ja. Anders noch wie Eishockey, ja. Spezifisch oder so. Da gibt es schon viele Sachen und wo man sich dann auch, wie die das machen, wie das in Berlin läuft oder so, da spricht man sich schon ab. Cool. Ja, kommen wir wieder zu unseren Entscheidungsfragen. 6-mal deutscher Meister in der DL oder 1-mal MVP in der NHL? Nee, ich glaube, 6-mal feiern ist schon geiler. Jawohl, 6-mal feiern dann lieber. Okay. Ja, und so ein Autokorso und so, das ist auch geil durch die Stadt Berlin, du kannst mir glauben. Da wir kommen nachher nochmal, da kommen wir noch drauf. Das ist ja auch ein Punkt, der mir ganz besonders gefällt. lieber Sport gucken oder Sport zocken? Gucken. Mittlerweile? Also, ich weiß jetzt nicht, was du meinst mit Zocken. Meinst du jetzt hier? Ja, selber spielen, weil du bist topfit. Ich meine, du machst ja bestimmt auch noch Sport. Oder? Ach so, ich dachte, du meinst jetzt Zocken. Ach so, nein, also lieber Sport treiben. Also. Na, dann schon lieber Sport treiben. Okay. Ja. Und zurück zum Anfang und nochmal alles neu oder alles genau richtig so? Nee, total zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Also alles super. Schön. Perfekt. Sven, du warst bei 2 Olympischen Spielen. Also gerade ich als Sportler, ich durfte ja nie in diesen Genuss kommen, zu Olympia zu fahren. Wir waren mal knapp davor, 2004. Hatten wir das Qualifikationsturnier leider nicht ganz so gestaltet, wie wir das wollten. Uns hat ein Sieg gefehlt, sonst wären wir dann nach Athen geflogen. Ich habe das immer bereut, weil man hört ja immer ganz viel. Ganz besondere Atmosphäre, was ganz Tolles. Und jetzt haben wir jemanden hier mit dir, der 2 Olympische Spiele mitgemacht hat. Was ist denn, was zeichnet Olympia aus? Also, ich glaube... Also nicht ich glaube, sondern es ist definitiv der Fakt,
Olympia ist das Größte, was man überhaupt mitmachen kann, glaube ich wirklich, weil du hast als Nation hast du erstmal ein Haus, wo alle drin sind. Ob das jetzt, also beim Wintersport ist ja klar, irgendwie sind die Bobfahrer drin, da, also alle verschiedenen, die man ja eigentlich so nie kennenlernt. Die hast du alle in einem Haus drin, sage ich jetzt mal, in dem olympischen Dorf, wo dann draußen eine große Deutschlandfahne dran hängt, das ist Haus Deutschland oder halt zwei, je nachdem, wie viele da halt sind. Das ist, glaube ich, schon ungemein geil, wenn du die alle auch mal kennenlernst, also auch die Skifahrerinnen, also, weißt du, also alles, was da so mit im Wintersport auch mit bei ist, also oder Snowboarderin, also, um das mal. Also du lernst unwahrscheinlich viele Leute auch kennen und dieses Flair, also ich finde zum Beispiel die Olympischen Spielen, den reinzulaufen in so eine Arena, so eine Willkommen-Party zu haben, das ist als Nation mit den ganzen Klamotten alle zusammen das Gleiche. Das war unglaublich. Also die Eröffnungsparty, sage ich jetzt mal, so eine Schlussparty auch, kommt man auch mit klar. Irgendwie. Und in so einem olympischen Dorf, dann lernst du auch viele andere Nationen auch, also die sind alle auf einem Fleck, weißt du, ja. Und da sind ja nun mal die Besten der Besten. Also das ist schon auch cool, dann auch mit kanadischen Weltklasse-Eishockeyspielern auch mal zu quatschen oder die Schweden kennenzulernen. Dann kennst du vielleicht den einen oder anderen noch, weil du mit dem zusammenspielst oder mal zusammengespielt hast. Und auch drumherum, Deutschland macht ja immer sehr, sehr viel, was so Locations dann betrifft. Die einzelnen Bundesländer haben sich ja dann auch immer dann irgendwie okay. So dargestellt, ob das Thüringen-Haus ist oder das Berliner Haus. Das gab es auch dann? Und das glaub mir mal, dass... Da war Berlin weit vorne? Naja, also Berliner Haus, aber Sachsenhaus zum Beispiel, okay. Die Sachsen können das ja auch richtig gut. Also da werden dann auch immer Sportler eingeladen aus Deutschland irgendwie und du konntest als Sportler halt auch immer hingehen. Ja, ob jetzt Berliner Haus oder so, du warst immer sehr gerne gesehener Gast und so. Also das ist schon sehr, sehr speziell. Geil. Also das kann ich wirklich sagen, mit Jacke abbrennen. Und ach, hör auf. Also mit Jacke abbrennen? Da sind verrückte Sachen passiert. Aber, hey, das muss ich jetzt erzählen, bitte. Das war tatsächlich auch meine Jacke, die da gebrannt hat. Das war auch wirklich im Sachsenhaus. Also musst du dir vorstellen, da sind jetzt 50 Sportler, was weiß ich, alles Mögliche. Also ja. Rodeln, Frauen, Männer, ja, wie so, und machen eine Party, weil sie halt eingeladen sind und wir halt auch unterwegs. Und da gab es dann damals in Vancouver so eine Strahler im Boden. Und dann hast du natürlich die Jacken immer so alle, so eine Downjacken im Winter, ja. Klar, da hingeschmissen. Und ein Spieler, der hatte meine Jacke angezogen, weil er irgendwie draußen noch was holen musste. Und hat die dann auf so einen Strahler und dann hat die ganze Jacke gebrannt. So, was ist natürlich passiert? Party war zu Ende in diesem Haus. Alle stinksauer, dass das abgebrochen werden musste. Und dann gab es einen Tag später auch irgendwie, was ist da jetzt los gewesen? Eishockeyspieler, was irgendwie so, nee, irgendwie. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, NOK hat damals gesagt, also hier kommt gar nichts nach außen, das klären wir jetzt hier alles intern. Haben die von, also nie irgendwas gekommen, alles super gelaufen. Einen Tag später haben sie wieder aufgemacht. Also, das war schon speziell. Also so eine Dinge erlebst du da auch halt mit. Aber nee, aber die Jungs und Mädels, die da sind, einfach, die genießen dann die Situation einfach und sind überall auch eingeladen und können dann auch mal ein bisschen feiern, weißt du? So einfach auch mal unter sich sein, Spaß haben und so, alles super sein. Ja, das ist cool. Und ich sag mal, hier in Deutschland ist es ja so, dass dann, sag ich mal, dass der Platzhirsch Fußball halt einfach da ist und diese Aufmerksamkeit dafür da ist. Aber international ist es natürlich dann auch wieder anders. Ich sage mal, auf der großen internationalen Fläche, klar, hat Fußball seinen Stellenwert, aber da ist natürlich dann bei einer Olympiade, vor allem bei einer Winterolympiade, ist natürlich die Aufmerksamkeit auf Eishockey wesentlich größer. Du hast vorhin gesagt, ihr wart in Vancouver, im Land des Eishockeys mit. Wie ist denn dieser Stellenwert dieser Olympischen Spiele für einen Eishockeyspieler? Also völlig durchgeknallt. Also so ungefähr wie in Deutschland Fußball. So musst du dir das vorstellen. So durchgeknallt sind die da in Kanada. Da, also du bist wirklich da raus aus diesem olympischen Dorf mal, wenn du mal in die Stadt gegangen bist. Ja. Dann hieß es immer sofort, was machst du für eine Sportart? Also ja, Eishockey, warst du für die Gott? Also völlig irre. Und da war auch völlig egal, was du für eine Jacke hast. Also hättest du auch hinaus... jetzt kein Land irgendwie so, aber aus Ägypten. Also hättest du da kommen können, spielst Eishockey aus Ägypten, hätten sie gesagt, alles klar, du bist Gott.
Also weißt du, so, das war völlig... Okay. Also die sehen den Eishockey-Sport da ganz anders, als es vielleicht hier noch der Fall ist irgendwie. Ja. Und ja, und dann sind natürlich auch logischerweise in Vancouver dann auch die Besten der Besten in Kanada, im eigenen Land auch da gewesen. Also. Ja. Und dann irgendwie noch zu spielen, das ist natürlich dann... also da bin ich zum Beispiel rausgegangen und gesagt, so Freunde, das ist genau das, was ich... Das ist genau das, was ich haben will. So eine Spieler gegen die geilsten Typen, hier bei denen noch... Ich hab's heute vielleicht ihn auf dem Rücken, aber das ist ja völlig egal. War das dann auch dein prägendstes Olympia-Erlebnis? Also dann dieser Moment? Doch, in Kanada zu spielen, in Kanada, in Vancouver, das war schon... Also das war schon... Also das habe ich auch aufgesaugt, weißt du, so diese ja, dieses Vorplänkel da so beim Warm-up, das war schon richtig cool. Cool. Wie habt ihr dann im Spiel, also wie ging das aus? Ich glaube, wir haben 30 Minuten, stand es nur 1-0 irgendwie für Kanada. Ich glaube, das Ding ist 8-1 ausgegangen. Ja, also war aber auch... die sind Olympia auch, dabei, die sind auch Olympiasieger geworden, also ja, in den Amis dann. Also das war schon... Geil, stark. Apropos Partys, du hast es gerade schon gesagt. Ist das dann Haus Deutschland oder ist das dann einfach so dieses unbekümmerte, wir sind nur unter uns und mal hoch die Tassen, Abschlussparty, hast du dann gesagt? Weil das ist ja das, was ich dann so gehört habe von Olympia, dass dann einfach da, ja, einfach auch hemmungslos dann da gefeiert wird. Ja, ja, genau. Also das gehört ja auch dazu. Also ich finde es immer wichtig, dass man muss immer wissen, wann man feiert. Ja. Finde ich wirklich. Also nicht jetzt, weil wir jetzt hier sitzen, sondern ich finde es wirklich, es gibt immer bestimmte Phasen in einer Saison oder sowas, da macht es keinen Sinn. Und dann gibt es aber auch Phasen feuerfrei. Also weißt du, so das, und wenn du so eine Abschlussparty oder sowas oder auch mal die Gelegenheit hast, dann auch mal, also jetzt nicht bei Olympischen Spielen einen Tag vorm Spiel. Also das macht man einfach nicht. Nein, natürlich nicht. Weißt du, das ist, naja, es gibt aber vielleicht welche, die sagen, ist mir jetzt egal, ich bin jetzt hier und jetzt hallo. Ja. Also, aber wenn die Zeit passt und so, dann finde ich, ist das ein ganz wichtiger Bestandteil auch, dass man auch einfach mal die Murmel freikriegt und auch Spaß an der Sache hat, was man machen kann. Weißt du, das ist so ganz, also immer diesen permanenten Druck, das ist ja alles super, aber der Spaß darf nie fehlen irgendwie. Immer, wenn man weiß, wann. Aber für Späße bist du ja auch zu haben und hat man zumindest gehört. Und dann hör mal bitte hier hin, weil das interessiert mich auch. Servus Mike, servus Sven. Also habe tatsächlich noch eine Anekdote über Sven. Und zwar vor vielen Jahren waren zwei Spieler von uns eingeladen beim Radio. Das war Stefan Ustorf und André Ranke, und um Fragen zu beantworten. Und Sven hat damals anonym angerufen und sich einen Spaß draus gemacht. Und ich war neben ihm im Auto gesessen und musste mich wirklich zusammenreißen, weil es absolut lustig war. Und hat auch lange gedauert, bis die beiden nur geahnt haben, wer es sein könnte. Und ich hoffe, dass er da noch ein bisschen was im Gedanken hat, Sven, und euch ein bisschen was erzählen kann davon. Es war auf jeden Fall riesig lustig. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß noch. Bis dann. Ciao. Frank Hörtler, gerade auch deutscher Meister gewonnen. Ja, also kann ich natürlich was dazu sagen, weil die Nummer, die ist tatsächlich durch die ganze Liga gegangen. Also wirklich, also muss man vorstellen, das war irgendwie, ja, zwei Jungs, also der Buschi und der Usti, die sind da irgendwie beim Radiosender eingeladen gewesen, so Mitternachtstalk, whatever, also irgendwie so Moonlight oder Moonlight, irgendwie, keine Ahnung, was das war. Also, warte mal jetzt, also Fragen beantworten bei Fans irgendwie so, ha, okay, alles klar, okay. Und dann weiß ich noch, dass ich gesagt habe, also Jungs, kann ich euch jetzt schon sagen, ich rufe da direkt an. Also ich bin Fan, keine Ahnung, ich rufe da an. Also von 22 Uhr bis 0 Uhr war die Sendung. Und da weiß ich noch, da ruft mich ein Alex Weiß, ruft mich dann so um dreiviertel oder halb elf irgendwie an und sagte, du Felle, was ist denn jetzt noch, ich höre ja schon die Sendung, wann kommst du denn irgendwie? So, ich sag, um Gottes Willen, musst du ja da anrufen. Da habe ich da echt angerufen. Und Finger in der Nase so, also erstmal ganz normal angerufen, sag, wie sieht's denn jetzt aus? Also ganz normal gesprochen, ich habe da jetzt mal eine Frage, bin totaler Fan von Eisbären und so, aber Frage irgendwie so mit Stefan Ustorf und habe dann natürlich gleich nachgefragt,
Na, stellen Sie jetzt die Frage in die Sendung oder komme ich jetzt selber in die Sendung? Weil das war mir ja wichtig. Also, nee, das ist eine super Frage. Irgendwie, da ging es irgendwie mit Stefan Ustorf, weil er aus Cincinnati kommt irgendwie und ob er einen Heimweh hat oder irgendeine Schwachsinnsfrage eigentlich. Und da hat er gesagt, nee, ich finde er gut irgendwie die Sendung. Also bleiben Sie mal dran, Sie kommen dann in die Sendung. Sie sind dann der Letzte irgendwie und nachdem der jetzt gerade dran ist, alles klar. War ich die ganze Zeit auf dem Ohr irgendwie und dann hat er gesagt, dann Finger in der Nase und dann ging es los. So. Und die Jungs haben es relativ schnell dann auch erkannt, dass das vielleicht, also ich war Peter 23 aus Weißensee und sie hat natürlich verstanden aus Falkensee, da war aber auch real woher eigentlich, also ja, genau, der bin ich irgendwie so. Und ja, dann hast du die Frage gestellt und die Jungs, die haben es eigentlich relativ dann schnell auch rausgekriegt, da stimmt da hier wieder was nicht. Und die Moderatorin hat keinen Plan gehabt. Also wirklich, sie hatte, war 2,5 Minuten live in der Sendung und immer, nein, aber ich habe jetzt gehört, wer sind Sie denn? Sind Sie denn? Nein, ich bin ja Peter und was also. Okay. Und habe dann auch irgendwie immer Zwischenfragen gestellt. Also jetzt finde ich gerne Frechheit. Jetzt kommt man hier mal live in die Sendung, jetzt wird man hier noch verscheißert von der Moderatorin. Also nur so ein Blödsinn. Also, okay. Das war schon ziemlich cool. Also, das habe ich auch noch auf Video. Ich muss dir das mal rüberspielen. Das wäre nett, ja. Das wäre gut. Das muss ich dir echt mal rüberspielen. Das spielen wir dann noch mit ein. Also und dann hast du halt ein paar Wochen später hast du dann halt, haben sie das wirklich in die Liga irgendwie so, haben dann Jungs aus Köln, Mannheim angerufen, alter Vetter, hast du eine Meier, bist du, also weißt du so, ja. Ist dann komplett einmal drin. Geil. Das war schon cool. Also das ist cool. Schön. Was bestimmt auch mega cool war, ich meine, du hast ja auch 10 Weltmeisterschaften gespielt, das ist natürlich auch eine brutale Anzahl an Weltmeisterschaften. Klar, jetzt spielt ihr das öfter, ja. Aber trotzdem 10 Weltmeisterschaften. Naja gut, aber ich habe ja vorhin gesagt, also mein Ziel war es immer, gegen die Besten der Besten zu spielen. Ja. Weißt du? Also mit den Besten gegen die Besten. So. Ja. Und da ist natürlich eine Weltmeisterschaft relativ hoch angesiedelt. Klar. Also. Da gibt es ja dann auch nicht viel mehr, klar, dann außer dann eventuell dann Olympia. Aber jetzt habe ich auch ein bisschen Recherche betrieben. Und hab's ja auch selber gesehen damals im Fernsehen. Die Frage, welche mit so die coolste war es dann auch mit Deutschland, die Heim-WM? Also mal du vor 77.000 Zuschauern in Gelsenkirchen? Also ich glaube, ja, jede WM, die war speziell auch anders. Also in Schweden im Globe zu spielen, ist jetzt auch geil, irgendwie so. Aber Heim-WM auf Schalke zu Beginn, wo ein Uwe Krupp noch 2 Tage vorher sagt, du wäre das okay für dich, wenn du nur Assistenzkapitän bist, weil der Marcel Gottsch aus der NHL kommt jetzt noch. Und ich sage, du, und los. Ja. Gar kein Thema. Okay. Aber das war schon eine sehr spezielle WM. Das war ja auch meine letzte WM. Das habe ich auch dem Uwe damals gesagt, schon im Vorfeld, dass ich danach Nationalmannschaft aufnehme. Davor schon? Ja, habe ich ihm gesagt, aber ihm als Einzigen. Okay. Und habe dann auch während der WM dann zu ihm gesagt, nachdem wir vor Viertelfinale, Uwe, das wäre irgendwie ganz cool, wenn ich vielleicht nochmal als älterer Spieler nochmal in die Mannschaft irgendwie mal so als Vollplänkel nochmal sage, dass das jetzt meine letzte WM ist. Und vor dem Viertelfinale ist vielleicht ganz cool zu sagen, nicht jetzt morgen letztes Spiel gegen die Schweiz. Weil das war, weißt du, so, dass man da irgendwie die Jungs nochmal motiviert. Und das hat er mir dann auch gegeben, die Zeit. Und das habe ich dann auch wirklich der Mannschaft gesagt, Jungs, ist jetzt meine letzte WM. Schon mal im Vorfeld, dass du Bescheid wisst. Schön wäre jetzt, wenn wir morgen jetzt nicht mein letztes Spiel hier machen. Weil gegen die Schweiz, gegen unseren Erzrivalen, wäre es cool, wenn wir das Ding einfach mal ziehen und dann auch weiter gucken. Und ja, kannst du dir vorstellen, wie die Reaktion war. Die sind ja alle ausgeflippt irgendwie. Ja, das kriegen wir hin, das machen wir jetzt erst recht und so. Ja. Und da hast du dann auch schon einen großen Stellenwert auch in der Mannschaft gehabt, irgendwie, muss man sagen. Schön. Und auf Schalke zu gewinnen gegen Amerika als WM-Auftakt, das war schon auch cool. Ja. Ja, ja. Und wie war das dann für dich dann, ich sag mal, da 77.000 beim Eishockey, ist ja auch nicht alltäglich. War das dann für dich was anderes oder konntest du das ausblenden? War das dann für dich, was du... Na, wenn du im Spiel bist, bist du eigentlich fokussiert. Also da siehst du eigentlich jetzt nicht den Zuschauer. Ja. Da bist du schon auch in dem Tunnel irgendwie. Also was mir halt aufgefallen ist, ist, wenn eine Situation oder eine Chance war, die man schießt einer ein Stück am Tor vorbei, dieses Raunen, was so 3 Sekunden später kam, das fand ich halt völlig Neuland. Ja. Wo du sagst, du, ist doch schon längst vorbei, die Nummer. Weil es ist ja viel zu spät, weißt du so. Das hast du da speziell mitgekriegt. Okay. Das war so das Einzige. Ja, krass.
Also ich weiß zum Beispiel, dass ein Alex Bartha, mit dem habe ich damals auf dem Zimmer gepennt, da sind wir an dem Tag nach Gelsenkirchen gefahren und haben am Stadion nochmal in ein Hotel nochmal eingecheckt. So, weil nochmal irgendwie einfach alle aufs Zimmer. Ja, den Mittagsschlaf kann du ja, also wir haben beide wie Kleinkinder uns Decken eingemurmelt, haben rausgeguckt, weil die ganzen Leute schon alle rumgelaufen sind, weißt du, so mittags um 12 und abends war das Spiel. Also ich sagte, Alter, die ganzen Nachtjacken, die jetzt hier rumlaufen, die kommen alle wegen uns Pappnasen irgendwie und wollen heute Abend zugucken, ob die aus Schalke waren mit einem Schalke-Trikot oder aus Bremerhaven oder aus Bayern oder so, wo du sagst, das ist doch geil jetzt, oder? Haben wir mit einer Decke eingemurmelt da gesessen und haben einfach mittags Ruhe einfach rausgeguckt, wie bei den Vollpatienten. Also das war schon echt cool. Ja, cool. Und wie erklärt sich das dann für dich, dass natürlich dann, da war ja auf einmal eine riesen Euphorie, auch jetzt in Deutschland, auf einmal war ja diese Euphorie da. Und es ist ja ähnlich dann auch beim Handball, als die dann Weltmeister geworden sind. Auf einmal hast du, gucken Millionen Leute, gucken die Spiele und sagen, boah, geiler Sport, super, super. Und dann auf einmal hast du diese Hochs und dann flacht das leider wieder ab. Also was ist deine Erklärung dann dafür? Na, ich finde es eigentlich traurig, dass es so ist. Das ist total traurig, also, ja. Diese Höhepunkte sind immer so, also klar, genießt man die natürlich als Sportart mal, ja. Und hofft natürlich in der Phase dann auch Kinder auch mal einfach dafür zu begeistern, ist ja auch klar. Aber ich finde, dass ich glaube, man müsste eigentlich auch, es gibt viele andere coole Sportarten, also ob das halt Handball ist oder auch selbst Volleyball und keine Ahnung, es gibt so viele Sportarten, die jetzt auch es verdient hätten, mal so ein bisschen mehr in den Medien noch irgendwie dargestellt zu werden. So irgendwie, weil es gibt so viele, die dann auch mal Eishockey gucken, die dann sagen, es ist eigentlich total cool, da passiert alle 2 Minuten passiert irgendeine Großchance, irgendwo einer fliegt durch die Luft, dann knallt es da hinten wieder oder so. Und das finde ich, das kann man den Leuten auch mal näher bringen, weißt du? Ja, so. Ja. Und nicht immer nur bei bestimmten Höhepunkten. Ja, ist total schade, weil am Ende ist es halt auch, ich jetzt weil, du siehst es ja selber, wie du sagst, genau. Mit Handball-WM sind auf jeden Fall alle begeistert von diesem Sport und den sie eigentlich oft nicht zu sehen bekommen und alles okay, sind auch gleich. Also. Ja. Ist das eigentlich dann der Hauptgrund, dass du einfach dann diesen Zugang zu diesen, einfach auch, dass du es dann nicht so präsentiert bekommst, wie es dann halt dann einfach dann beim Fußball hier in Deutschland zumindest zum Beispiel dann ist. Ja, und dann ist es natürlich immer noch begrenzt, was so mit Eishallen auch betrifft. Also es gibt ja jetzt nicht in Fußballplätze, gibt es überall, aber Eishallen halt nicht zum Beispiel, weißt du so. Ja. Das ist, also musst du auch immer Glück haben, dass du jetzt an einem Standort irgendwo lebst oder wohnst, um das auch machen zu können. Ja, und dann auch die Eishallen, ja, spannend. Eiszeit, auch gutes Thema. Jetzt startet ja die WM. Was traust du da unserer deutschen Mannschaft, was traust du denen zu, den Jungs? Also ich glaube, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft dieses Jahr da zusammen. Und der Bundestrainer, der hatte auch, glaube ich, ein ganz gutes Händchen gehabt mit den Jungs, die er da jetzt so eingebaut hat. Also qualitativ ist die Truppe sehr gut, muss man wirklich sagen. Ich glaube, man müsste jetzt mal abwarten, was jetzt wirklich, wie das jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Nationen dieses Jahr so gelöst haben, weißt du, diese Saison zu spielen. Wir haben ja jetzt spielen können, aber ob der Modus, keine Ahnung, wie die jetzt die Vorbereitungsphase jetzt dann auch machbar ist, muss man dann mal abwarten, wie man sich jetzt dann international auch vergleichen kann. Also das ist, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen speziell, weil dieses Jahr einfach mit Corona da so ein bisschen anders ist, als es normal zu sehen ist. Also aber der Bundestrainer Toni Söderholm, der war ja sehr selbstbewusst, hat gesagt, in einem Interview in der Welt, hat er gesagt, wenn wir zu einem großen Turnier fahren, wissen die Jungs mittlerweile, dass wir gute Chancen haben. Sie sind sehr selbstbewusst, spätestens seit dem Erfolg bei den Olympischen Spielen 2018. Ich traue uns viel zu. Also, so wie du ja gerade gesagt hast, siehst du es dann ähnlich? Ja, also verstecken brauchen sie sich nicht. Irgendwie. Das ist ja das, was er meint damit. Also, dass man jetzt eigentlich, dass die anderen Nationen auch sagen, oh, wir spielen heute gegen Deutschland. Mhm. Das ist ja anders, als wenn du reingehst und sagst, komm, wir versuchen unser Bestes. Ja. Die sind schon selbstbewusste Jungs. Die haben auch die Qualität. Aber ich glaube, man muss dieses Jahr muss man wirklich mal gucken. Ich weiß nicht, wo wir stehen. Weißt du? So, okay. Weil man dieses Jahr ist. Die eine Nation, die hat 50 Spiele gehabt, die andere nur 30. Das weiß ich gar nicht, ob die Kräfte noch reichen, ob die einfach die Belastung vielleicht dann doch zu viel war dieses Jahr, weiß man ja halt gar nicht. Aber qualitativ ist es eine gute junge Mannschaft. Auftakt ist gegen Italien. Was tippst du da?
Ergebnisse sind immer schwierig. Ja, aber ist schwierig. Also ich. Sieg, Niederlage? Na doch, ich glaube, wenn du mit 3 Punkten startest, wäre schon sehr cool. Also das glaube ich auch, das kriegen sie hin. Ich sage jetzt mal klassisch 5-2. Jawohl, gut, klare Aussage. Und die Gruppe, ich meine, du hast natürlich dann du hast natürlich 2 krasse Brocken drin, mit Kanada, USA, Finnland sicherlich auch nicht zu unterschätzen. Ja, also das ist natürlich auch eine Top-Mannschaft. Denkst du, dass sie dann diese Gruppenphase dann überstehen? Ja, ich kann es eigentlich uns nur wünschen, weil ich glaube, dass das deutsche Eishockey sowieso in den letzten Jahren viel mehr in den Fokus gerückt ist, auch international, gerade auch NHL, werden ja auch viele Jungs jetzt auch gedraftet, weil sie einfach auch die Qualität haben irgendwie und die ist auf jeden Fall da und wenn man die jetzt abrufen kann, dann kannst du da auch viel erreichen. Okay, cool. Und abschließend zu dem Thema, ist ja auch immer schwierig, also wenn ich immer tippen muss, dann ich liege halt eigentlich immer daneben, man kann immer das Gegenteil nehmen von dem, was ich sage, aber was denkst du, wo die Deutschen am Ende landen werden oder was hoffst du, wo sie landen? Ja, ich glaube, das erste Ziel sollte Viertelfinale erstmal sein und dann ist es wieder Spiel für Spiel, okay. Da kann dann immer alles passieren. Also. Und du als absoluter Fachmann, wer gewinnt das Ding? Klar, ich glaube, es ist ja gesagt, es ist schwierig zu sagen dieses Jahr. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wer jetzt auch, die NHL spielt auch, da sind auch viele Spieler jetzt nicht mit bei, die möglicherweise mit bei wären, weil sie jetzt noch Playoffs gerade spielen. Da weiß ich auch nicht, wer da dann dazukommt und so. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, glaube ich, dass grundsätzlich dieses Gefälle so ein bisschen sich so angeglichen hat. Also es gibt jetzt nicht mehr permanent so eine Ausfälle, dass einer 10-1 gewinnt. Ja. Weißt du, das hat sich so ein bisschen angeglichen, würde ich sagen, irgendwie, aber wäre dann im Endeffekt, also ich glaube, Italien wird es nicht. Okay, alles klar, diese raus. Gut, ja, auch da abschließend die 3 Entscheidungsfragen. WM ohne Fans, dankbar, dass gespielt wird oder zu großes Infektionsrisiko? Ja, also dankbar, dass es gespielt wird, auf jeden Fall. Ich glaube, weil ohne Spielen ist ganz schlecht. Aber ich würde mich natürlich brutal freuen, wenn wir jetzt auch irgendwie mal wieder Fans irgendwann mal in die Stadien lassen können. Ja, also das ist schon auch wichtig. Wird Zeit, wird Zeit. Hammergruppe mit den USA und Kanada. Große Schmach oder große Überraschung? Wenn du selbstbewusst bist, kannst du auch in große Mannschaften bestehen. Große Überraschung. Ja. Ja, perfekt. Was zählt mehr, WM oder Olympiagold? Naja gut, also Olympia ist alle 4 Jahre Olympische Spiele. Da würde ich schon sagen, das olympische Gold, ja. Würde ich schon denken, dass es mehr zählt, weil im Eishockey spielt es halt jedes Jahr eine WM. Ja. Also jeder freut sich wahrscheinlich für eine WM-Medaille. Das ist gar keine Frage irgendwie. Wir waren mal knapp dran mit 2010. Also mehr an Silber als an Bronze, aber eine WM-Medaille, die ist schon auch cool, aber ich glaube, Olympia ist noch mehr. Cool. Ja, vielen Dank, Sven. Also mega. Also die Zeit ist wieder dahin geflogen. Ja. Ich muss echt sagen, danke für deine Offenheit. Das waren meine Fragen. Möchtest du noch was loswerden? Nö, also danke, dass ich eingeladen wurde, ehrlich gesagt. Das war, ist ja cool irgendwie. Ich meine, du bist ja auch eine Legende irgendwo. Von daher, das ist schon, macht ja auch Spaß irgendwie. Und ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig, mal so ein den Zuhörern oder den Zuschauern dann auch mal ein paar Sachen so internes auch mal mitzugeben, so Kleinigkeiten, ja. Also was man eigentlich auch vielleicht für einen Typ auch selber ist. Also ich fand das total lustig mit diesen Spielchen, die man mal, also wir haben ja auch andere verrückte Spieler gehabt, die auch ein paar, wir kennen es ja auch, so Spielchen gemacht haben mit Balalatschen annageln und so, das willst ja, das haben wir heute ja nicht erzählt, aber das sind ja, da gibt es ja viele Methoden, auch Spaß zu haben. Also das ist mal ganz cool, auch mal den Leuten immer so mitzugeben. Schön, schön. Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall kurzweilig war und total informativ und war ja nicht nur Spaß, waren ja auch ernste Themen. Genau. Und also mich hat es total gefreut. Ich muss echt sagen, dass ich gerade jetzt auch nochmal einen anderen Blick auf ein Eishockey bekommen habe, auf das ganze Spiel. Auch das ist drumherum und auch diese Gemeinschaft. Ach genau, das ist noch eine Frage. Ich würde sagen, ist im Eishockey, also im Fußball fand ich es immer ein bisschen schade. Es war sehr oberflächlich. Also es war diese Gemeinschaft, die ist da. Es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt keine Gemeinschaft ist, aber es ist alles sehr professionell. Es geht um viel Geld und eigentlich bist du wie ein Arbeitskollege. Und dann bist du mit 2, 3 bist du relativ eng und mit dem Rest, ob der jetzt da ist oder nicht, ist eigentlich egal.
Wie ist denn das im Eishockey? Ist das da, ist diese Verbundenheit da enger oder ist das da ähnlich? Also ich sag mal, dadurch, dass mittlerweile immer mehr jüngere Spieler über eine längere Zeit dann auch in einem Verein auch bleiben können. Also ich glaube, das hat immer damit zu tun, wie schnell auch immer permanent die Personalien gewechselt werden. Also wenn du so ein Jurist bist, was über Jahre auch zusammen sein kann, dann hast du natürlich eine ganz andere Beziehung zu den Arbeitskollegen, als wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt neu dazukommt, den musst du integrieren und der ist ein Jahr später wieder weg. Also wenn das Gerüst lange da ist, ist es definitiv anders, als wenn das so oberflächlich ist, kommst du auch neu und jetzt nächstes Jahr wieder. Also. Ja, und wir haben ja immer noch zum Abschluss die Collagen, die ihr da seht, die werden wir natürlich im Nachgang dann von unseren Gästen noch unterschreiben lassen. Das werden wir jetzt machen lassen und werden sie dann in ein paar Wochen für einen guten Zweck versteigern. Deswegen, gib mir bitte mal das Bild. Dankeschön. So, lieber Sven, bitte einmal unterschreiben. Ich muss jetzt mal gucken, ist das das gleiche? Ja, das ist ja. Wo willst du das hin? Kaufst du keine Waschmaschine? Ja, vielleicht, oder hier so drüber, oder? Was meinst du? Oder hier ist auch gut. Jetzt vielleicht die Laser, oder? Oder? Wie du willst. Also wie ich, mach dann hier auf dem Bild. Okay. Jawohl, vielen Dank. Ihr seht das Original. So, wie ihr seht, original unterschrieben und dieses tolle Exemplar könnt ihr in den nächsten Wochen ersteigern und das werden wir dann für einen guten Zweck sozusagen an den Mann oder die Frau bringen. Dann sage ich mal auch an euch vielen Dank. Wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich die eine oder andere, ja, das eine oder andere Statement da lasst, ob das natürlich Lob ist oder auch Verbesserungshinweise. Wir freuen uns und abschließend sage ich, genießt die Sonnenseite und lasst euch nicht in den Schatten stellen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.